So, wir schauen uns jetzt einmal Worte etwas genauer an, die ich in den Selbstgesprächen sehr oft ausspreche. Ich als Lautsprecher. Und zwar ist ein elementarer Satz, und da mache ich durch gleich einmal den Bildschirm übertragen. Ich weise immer und immer wieder darauf hin, hunderte Male. Ich zeige dir in Physikbüchern auf jeder einzelnen Seite so eklatante Fehler, dass dir schwindlig wird. Und zwar jeder 16-Jährige mit einer ganz normalen Grundschul- oder Hauptschulbildung, wie man das nennt, stehen die Haare zu Berge und er erkennt, dass das ganzheitlich gesehen überhaupt nicht so sein kann, wie das in den Physikbüchern beschrieben wird. Es ist alles, was dir die Naturwissenschaft vorsetzt, ist extrem fehlerhaft. Wenn man selber zum Denken anfängt, findet man die Fehler in dem Führerscheinprüfungsbogen, wie ich das nenne. Aber du wirst jetzt gleich merken, wo ich hin will. Und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Wenn einer diskutieren will, hält er bloß an seiner Einseitigkeit, an seiner Unvollkommenheit fest. Und ich kann immer nur sagen, wenn ich von was Fehlerhaften spreche, heißt es das nicht, dass das, was drinsteht, nicht stimmt, sondern es ist in Bezug auf das, was die ausdrücken, fehlerhaft. Erinnere dich wieder, wenn ich behaupte, eine Küche ist ein Herd. Es stimmt ja ein bisschen. Und was in Physikbüchern drin steht, stimmt so minimal in Bezug auf das heilige Ganze. Und wenn man sich das bewusst macht, das ist jetzt eine Art von Fehler und man sollte jetzt erst einmal wissen, man schmeißt ja eigentlich in einen Topf, in einen Überbegriff, das Fehlerhafte, das Falsche und das Verkehrte. Oberflächlich wieder betrachtet, meint man, das ist dasselbe, wobei das ein Riesenunterschied, ob was falsch ist, falsch kommt vom Faller, das ist eine Falle, wo du reintappst. Dann hängst du fest. Dein jetziger Glaube, der dir ja schon vollkommen logisch erscheint, das ist eine Falle. Weil er fehlerhaft ist. Jeder Glaube, der im Widerspruch zu einem anderen Glauben steht, jede Meinung, die im Widerspruch zu einer anderen Meinung steht, jede Perspektive, die im Widerspruch zu einer anderen Perspektive steht, zeigt dir nicht das eigentliche Objekt, um den es geht. Jetzt haben wir dann die Kehrseite, da wissen wir, jede Vorstellung von richtig erzeugt eine Kehrseite. Das sind, diese Kleinigkeiten sind wichtig. Wie ich tick. Dieses Tick ist der Mittelpunkt, der alle Perspektiven beinhaltet, von denen wir eigentlich reden. Wir reden jetzt von dem, der wir selbst sind, der mich jetzt sprechen hört und der sich das ausdenkt. Das sind die zwei Seiten. Du kannst nämlich nur das erleben, was du dir selbst ausdenkst. Wir sind wieder beim träumenden Geist. So, jetzt habe ich einen kleinen Vorsatz bemüht, sehr präzise zu sprechen. Und jetzt ziehe ich aus diesen ganzen Worten, diesen Wortschwall, den du jetzt im ständigen Wechsel gehört hast, ziehe ich ein allereinziges Wort raus, nämlich das Wort eklatant. Jetzt frage ich dich, Geist, erst einmal, was bedeutet das? Weißt du, welche Worte du hörst oder liest, wo du oft überhaupt nicht weißt, innerhalb eines Satzes, was das Wort bedeutet, dann übergehst du das einfach. Oder du hast eine einseitige Auslegung des Wortes. Was du aus einem Wort machst, hängt ja von deinem Intellekt ab, von deinem Schwarminhalt. Jetzt frage ich einmal, dich Geistesfunken, wenn du mit dem Ariane-Programm läufst, was ist für dich das Wort eklatant? Fällt dir da spontan was ein? Ich sage, Physikbücher, auch alle anderen Bücher, jetzt wenn es wissenschaftliche Bücher sind, sind so voller eklatanter Fehler. Was bedeutet eklatant? Das ist wirklich Merkst du auf jetzt, das ist dir noch nie Muttersprache. aufgefallen? Das ist dir noch nie aufgefallen. Nee, das ist ganz schwammig. Das ist Ganz, ganz schwammig. Pass auf, wir machen jetzt als erstes, ein Gefühl da schauen wir schwammig. uns das jetzt einmal an. Ich habe jetzt den Bildschirm schon umgeschaltet, ich muss jetzt nochmal nachschauen und springen wir jetzt als erstes einmal Vordersprache. Ich habe ja gesagt, jedes Wort ist selbsterklärend. Wir denken jetzt erst einmal die Lautwesen. An und für sich könnt ihr ja sagen, ich weiß ja nicht einmal, wie man das schreibt, aber jetzt lautwesentechnisch sieht es so aus, das beginnt mit Eck. Und wir wissen, Eck ist zuerst einmal insgesamt, das heißt allein, dennoch, allein. Wichtig sind die Begriffe eben. Gewiss ja, für wahr, jedoch, lediglich nur. Und wenn wir so einen Wortschwall haben,
Wenn ich jetzt da tiefer reingehe, dann sieht es folgendermaßen aus: Eck als Eck bedeutet eben jetzt. Eben jetzt. Eben jetzt. Und zwar zeitlich. Räumlich aber auch hier, eben hier. Ist nur, wir wissen, das heißt ein flackerndes Licht. Ab R hast ein Aufblühen von etwas, was erweckt wird. Das ist eben jetzt und es ist nur flackernd, denk an die Einzelbilder, immer nur das da ersichtlich, was ich jetzt gewiss, GE-Quadrat wissen, was ich für wahr halte, was ich wahrnehme, für ist pur, ist das, was ich losmache, das ist mein Schicksal. Ich habe jetzt etwas ausgeholt. Hier ist es ganz einfach, eben jetzt nur bloß, genau gewiss, doch eben in meinem Bewusstsein erscheint immer nur das, was gewiss jetzt da ist und der nächste Gedanke ist dann schon wieder was anderes. Genau. Dieses Eck ist natürlich klar, eine Lichtschöpfung, was auseinandergeschmissen ist. Okay, etwas Losgemachtes, merkst du das? Ja. Ja, ist genau genommen eigentlich bloß ein Gedanke. Wir wissen ja, Implosion all, Explosion le. Ich, la, genau. Dann brauchen wir diese erscheinende Schöpfung, da ist ein Wachraum. Okay? Ja. Und der ist eine existierende Erscheinung. Und ND heißt, das ist etwas Existierendes. Eine existierende Erscheinung heißt etwas gegeben es. Im reinen Hebräisch ist das etwas Gegebenes. Es ist auch immer NT und NTN. Wir können da nochmal N dranhängen. Und dann wirst du feststellen, das ist das Ergeben, das Erlauben, das Gegebenwerden, Gegebenwerden. Und unsere GG, muss ich nicht jedes Mal sagen, ist die Welle. Als 33 gelesen und als 33 gelesen ist das Dach, das Ausgedachte. Und dann kannst du gleich an der Giebeldach denken, wenn du das kleine Gehirn schaust. Was du dir vorstellst, überlegst du dir eigentlich. Und jetzt kriegst du eigentlich schon diese Blickwinkel, dass wir in Ecken reinschauen. So, das war jetzt mit Holofeeling, mit der Fahrersprache, sogenannt hebraisiert. Jetzt schauen wir mal, was das eigentlich wirklich bedeutet. Also erinnere dich, wir haben hier Eck. Eben jetzt ist nur das da, la, was wir auseinanderschmeißen in uns, unsere Gedankenwelle und diese erscheinende Schöpfung ist in unserem Wachraum die existierende Erscheinung und das ist was Gegebenes, was in uns auftaucht. Als träumender Geist kannst du dir das nicht raussuchen. Super, ja. Das mache ich mit jedem Wort in jeder Sprache der Welt, wenn du das Prinzip verstehst. Dass du wirklich merkst, es gibt keine materialistisch ausgedachten Zufälle. Und das ist jetzt das erste Mal, aus dem Französischen heißt das hier hell, laut, ein Lichtzeichen. Wird jetzt HL etwas Hochgehobenes? Wir bleiben mal, ist eine Welle. Okay? Ja, aha. Existierende Öffnung ist dann dieses Auf- und Abschwingen. Das wird für dich kreisend aus zwei Facetten offenbar. BA ist das Äußere. Und das ist natürlich dann für dich auffällig. Es heißt aber auch ein Zert, die Geburt an der Berechnung ist ein Wunder, ein Zerplatzen, weil die Einheit zerplatzt in viele Einzelteile. Und dieses Ken, das Fundament, das Überlegte, ist jetzt all dieser Mittelpunkt, wird Le-En, wird auseinandergeschmissene Existenz. Du bist der, der das verursacht, weil du denkst dir das ja aus. Ja. Und jetzt tust du auf dir ein S-E-Hen, ein raumzeitliches E-Hen, ein 10R-Regen. Das ist das Glänzen, das sind deine Gedankenwellen. Auf dir siehst du jetzt deine Gedankenwellen, weil du ja immer bist in der Transversoren gesehen. So, im Klassischen heißt eklatant zum einen, sagst du mal offenkundig und deutlich. Ich sage, ich zeige dir in Physikbüchern in jeder einzelnen Seite so eklatante Fehler, dass das schon fast sensationell und aufregend ist, wenn du das selbst an 13-Jährigen zeige ich da, was Physikprofessoren mit Nobelpreisen verzapfen, die das kleine 1x1 des geistigen Denkens nicht kennen. Das ist die Falle, ist das chronologische Denken. Ja. Ich mache jetzt nur ein kleines Beispiel. Wer hat eigentlich die Wassermoleküle entdeckt? Dann gehe ich in Bücher rein und dann sagen mir irgendwelche Professoren, dass das vor 200 Jahren schon von Humboldt und mein geiler Sack entdeckt haben. Wie?
frage ich dann. Du hast eine ganz klare Vorstellung, welche technische Möglichkeiten man vor 200 Jahren hat. Wie wird der vor 200 Jahren Wassermoleküle entdeckt haben? Ja, das wurde damals schon vor 200 Jahren beschrieben. Woher weißt du das? Aus das Buch heraus, aus das Internet heraus. Und wann ist diese Internetseite oder das Buch in dir aufgetaucht? Wann hast du das erste Mal gelesen? Du kannst es nur hier und jetzt aus dir herausholen. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Fehler. Ja. Ich habe jetzt Tausende, Hunderttausende solcher Fehler. Ein oder eklatanter Fehler. Hier war der Kammerton A. Ich benutze extra immer dieselben Beispiele jetzt, dass das irgendwann nochmal, dass du das Prinzip verstehst. Ja. Schau mal nach, wann der Kammerton A festgelegt wurde. Mit 440 Hertz oder 442 Hertz. Es gibt ja verschiedene, kenne ich, weiß ich aus das Buch heraus. Und dann frag dich einmal in deinem jetzigen wissenschaftlichen Wissen, wie die zu dem Zeitpunkt diese Frequenz von einer Stimmgabel gezählt haben oder von einer Seite. Ja, genau. Von einer schwingenden Seite. Ja. Das sind eklatante Fehler, wo es nichts zum Diskutieren gibt. Da kommt Okay? Ja, richtig, ja. Und jetzt schauen wir mal noch in der Etymologie, das kommt von eklat. Da haben wir unser Latte. Das heißt, ein Aufsehen, ein Skandal. Das ist ein Skandal. Im gleichen Sinne benutzt es auch ein plötzliches Knallendes, ein Knall, ein plötzlicher Knall. Es explodiert. Ich sage, der Urknall ist nicht vor 13 Millionen Jahren zersprungen in ein Universum, in ein in eins gekettet, sondern der explodiert. In jedem Moment, wo du dir was denkst, entspringt aus dem Nichts etwas, das auch jetzt wieder implodiert. Der wird auch nicht in Milliarden von Jahren wieder in sich zusammenstürzen. Das Universum, es passiert immer jetzt. Das sind unsere Gedankenwelt. Das steckt in dem Eklat mit drin. Und jetzt ist dieser ganze Glanz, die Welle, die Pracht, RGD. Das heißt jetzt, du wirst zu einem Wissen. Das berechnet sich mehr oder weniger, wenn ich jetzt da reingehe. Chat-D heißt ja, diese kollektive Erscheinung in Schrecken versetzt werden. Jetzt haben wir wieder unsere logisch berechneten, Shin-R, unsere logisch berechneten Ecken. Und die sind Splitter. Raumzeitliches Wissen hast Schwelle, das sind deine Gedankenwellen. Li heißt zu mir, kommt jetzt TT,2 Erscheinungen. Wenn wir 400 schreiben, ist das Pi. Rot gelesen, es ist die Weisheit Gottes. Blau gelesen, ist Pi. 400 als Zahl jetzt gelesen, ist das Wissen deines Intellekts. Das hat ja was zu tun mit unserem K-Reihe-S des Pi. Und jetzt wird hier ein Pi, ein Wissen deines Intellekts, blau gelesen, wird jetzt in dir erweckt. Und das ist ein abgesprungenes Stück, weil du dir das ja ausdenkst. Das sind meine Puzzlestücke, wenn ich sage, wenn ein Kristall in unendlich viele Facetten zerspringt, verlassen die, wenn du das auf ein Kristall beziehst, ist das bloß die oberflächlichen Spiegelungen, die Ecken. Wenn du im Zentrum des Kristall, des implodierten Christus sitzt, wenn du wie ich, JCH, dick, im absoluten Mittelpunkt bist, bist du doch der Christ. Und dann bist du alles. Ja. Du bist nichts, All und Les, eine auseinander um dich herum auseinandergeschmissene Raumzeit, die besteht aber nur aus deinen eigenen Facetten. Ich mache das immer simpel. Eigentlich ist unsere 200 Gramm rote Gnede ein Kristall. Und die Oberfläche, die mir verändern, die Form, die mir geben, sind nur die Blickwinkel, wo ich dann reinschaue aus meinem eigenen Zentrum. Okay? Ja. So, dann habe ich nochmal so ein schönes Wort, wo wir da gerade dabei sind. Und zwar ist das Wort resonieren. Das war jetzt in unserem Chat drin, wo einer sagt, oder sagt immer resonieren. Wenn dieses oder jenes resoniert. Und ich will jetzt da nicht in den Chat reinspringen, das war vor ein paar Einträgen. Ich bin jetzt wieder normal. Und dann tut einer diese Internetseite herholen, weil er nicht wusste, was das ist, das Resonieren. Okay? Ja. Und da heißt es, zuerst einmal laut nörgeln und schimpfen, wobei das nicht ganz stimmt, das ist sehr übertragend, darum nennt sich das immer Umgangssprache. Ich sage, das ist eine große Falle. Die Etymologie ist eigentlich Raison. Die Vernunft, der Verstand, wenn du mit irgendwas resonierst, mit Geist, mit Vernunft, jetzt Verstand kann man ja rot und blau machen. Was du Verstand und Vernunft nennst, ist ein einseitiges Programm, das extrem fehlerhaft ist. Man kann das aber auch geistreich lesen, dann kriegst du eine Einsicht. Die Frage ist, siehst du,
Wenn du einsichtig bist, siehst du bloß eine Perspektive vom Heiligen Ganzen oder siehst du das eine in der Mitte? Mhm. Dann wird dir klar, dass ein einsichtiger Mensch erkennt, dass jeder Recht hat, egal was er behauptet. Wenn wir von dem einen sprechen, dass man selbst ist. Das sind jetzt unsere symbolischen 200 Gramm rote Gnede, egal welche Form die Gnede annimmt. Oder unser Symbol des Meeres, egal welche Welle im Meer auftaucht, das sind Facetten des Meeres. Jetzt sind wir wieder bei unserem Kristall. Okay? Ja. Eigentlich kommt es von dem Wort Raison, Raison, und jetzt schauen wir, was da steht. Der Spiegelsohn. Ja. Der Sohn, San, San, O, U kann man austauschen, ist die Sonne im Zentrum. Mhm. Du bist eigentlich nicht das erweckte Wissen, sondern du bist die Sohne der Sonne, du bist das Zentrum und denkst dir dein erwecktes Wissen aus. Und dann kommen wir gleich zu unserem heliozentrischen Weltbild. Immer das Helio ist, darum haben wir ja hier, ich muss da ganz kurz reinspringen, in Erinnerung holen. Machen wir ein bisschen Chemie. Der Martin ist jetzt auch dabei. Der Martin ist dabei, ich sehe das nicht. Hat er sich dazu geschalten? Ja. Ja, ich bin am iPad, aber ich glaube, einer ich der... Ich will keine rein. Okay. Martin, ich hoffe, der hat jetzt mir nichts rausgehauen. Warte mal, ich muss da ganz schnell schauen. Ich stand gerade unter der Dusche, da hat es geklingelt. Ist alles okay, Martin? Ich habe normal, du weißt, ich rufe nirgends an. Ja. Ich habe speziell dich jetzt angerufen, weil ich will, du hast doch den Martinus reingestellt. Ja. Unser Deme, unser erstes Zusammentreffen jetzt in die Vergangenheit. Mhm. Und da will ich jetzt dann gleich noch kurz drauf eingehen und da wollte ich dich dazuschalten, weil das ja für dich damals vor Holofeeling war ja, Martinus war ja für dich so das Seelenheil. Und du weißt, ich sage, es stimmt ja alles. Wir werden jetzt dann bei den paar Seiten, die du reingestellt hast, die schauen wir uns ganz kurz an, was du meinst, die stimmen, obwohl sie nicht stimmen. Da werden Fragen aufgeworfen, das ist so die Einseitigkeit. Aber ich mache da ganz, ganz kurz weiter. Mal fließend, ich mache da mal fließend weiter. Ich springe schnell in das Periodensystem rein. Und wir wissen ja, in unserem Periodensystem haben wir hier das Hydrogenium, den Wassererzeuger, und dann haben wir hier auf 18, das bin ich, die Sonne. Das Helium, hell ist ja die Sonne. Mhm. Okay, und dann kommen wir dann in der zweiten Reihe als drittes Element das Lithium. Das ist ja Stein, auf Hebräisch Haben. Das ist der Eckstein, der verloren gegangen ist, ist die Synthese von Wasser und Gedankenwellen, von der 1 und den JCH. Das ist eigentlich abstrakt gesehen, die absolute 1 ist es Uni. Das ist das, was immer ist, UB, und dann entspringt erst einmal die 18, das ist die Sonne. Und in unserem heliozentrischen Weltbild, ich gehe da nochmal rein, Rai, das ist der Kopf des Schöpfergottes. Dieser Kopf ist eigentlich nichts, Ei. Und darum ist unser OU, kann man ja austauschen. Ja. Als Waff gelesen. Im Englischen haben wir Sun ist die Sonne, beziehungsweise der Sohn, je nachdem, ob wir U oder U machen. Mhm. Und wenn du jetzt hier deine Planeten, die Irrläufer nimmst, von der Sonne aus gesehen, kommt als erstes der Merkur. Der Merkur steht für das Wissen. Und das Wissen muss zuerst einmal zu Liebe werden. Das ist dann die Venus, dass dann das erweckte Wissen kommt, die Erde kommt. Sonst erwächst du bloß immer Unvollkommenheiten. Kannst du es ungefähr nachvollziehen? Ja. Das ist jetzt die Raison. Und darum ist es auch die Rede und die Ausdrucksweise. Keiner beschäftigt sich mehr mit dem Ausdruck. Wie drückst du was aus? Was bedeutet für mich Ratio? Diese Berechnungen, wie ich das R immer im Kopf sind deine Berechnungen. Wenn ich das mit Blau mache, mache ich das mit Verstand. Das ist ein geistloses, logisches Verstandesdenken. Im roten Kopf ist aber hier, der hat es dann verstanden. Dann beginnt alles in eins, in dem ewigen Hier und Jetzt zu existieren, weil du mit Lichtgeschwindigkeit denkst. Aha. Gut, aber jetzt ist interessant, dass das Resonieren des Ä ja auch E ist. Genau. Wenn ich hier, fängst du jetzt an mitzuschwingen, jetzt müssen wir hier natürlich die Resonanz anschauen und haben wir schon wieder Reson. Die Resonanz, merkst du zwei Worte? Resonieren und resonieren, wenn neu zugleich ausgesprochen. Ja. Und du merkst jetzt die Vielfalt, durch Wellen gleicher Schwingungszahl hervorgerufene Mittönen.
Wir haben doch unsere Persona, Personare, das Hindurchtönen, das Mittönen. Ja. Und da kann man jetzt den Klang verstärken, aber das landest du dann irgendwann nochmal beim Echo, beim Widerhall. Das ist, wenn das extrem echt klingt, sage ich immer, nennen wir das ja HD. Die wahrgenommene Öffnung. Denk an das Bild beim Fernsehen, das HD-Bild. Ah, ja. Das heißt ja, High Density ist extrem hohe Klangqualität. Und wenn wir da jetzt reinfahren, das ist das hebräische Wort für ein Echo, ein Jauchzen, ein Widerhall von außen. Mhm. Und da müssten wir jetzt ins Farbenspiel rein. Aber was wir jetzt machen, ich springe jetzt ganz, ganz gezielt zu dem Eintrag von Martinus. Da sage ich jetzt raumzeitliche Geschichte, also wie Matten. Damals noch Philosophielehrer, glaube ich, Martin war das zu dem Zeitpunkt. Ja, stimmt. Hat er sich intensiv hier mit Martinus beschäftigt und es war so das Allheilmittel. Und ich sage immer, es stimmt alles, was da steht. Ich vergrößere das einmal etwas, da lesen wir uns jetzt etwas rein und ich zeige dir, was da fehlt. Mhm. Unser Anfangsgespräch, bevor du dazugekommen bist, ich zeige dir in Physikbüchern so eklatante Fehler, dass jedem 13-Jährigen die Haare zu Berge stehen. Und da fällt jetzt auch, das sind auch eklatante Fehler, aber in einem anderen Sinne. Mhm. Okay. Einen Moment. So, ich mache das ein bisschen größer, so sieht man es. Also hier die Zuerst einmal, wir sind hier in dem Buch auf der Seite 233. 233 heißt, in dem Kopf ist eine Gedankenwelle. Aha. Ich betone immer, dass auch wenn Zahlen auftauchen, ob das im Beispiel in der Bibel Kapitel oder Verse oder das wievielte Wort oder der wievielte Buchstabe vom Anfang der Bibel aus, der Tora, der Reihe ausgezählt oder vom Anfang des Kapitels oder vom Anfang des Verses ausgezählt. Aus wie vielen Buchstaben besteht dieser Vers oder aus wie vielen Worten besteht das Kapitel? Dass das Untersysteme gezippt sind, die alle einen absolut in unserem Matrix-Grundprogramm, einen absoluten Sinn haben, um die Welt aufzubauen, die du zurzeit siehst. Mhm. Wir machen kein Science-Fiction. Das ist jetzt, diese Zukunft ist jetzt schon in dir drin. Ich lasse dich eigentlich eine Zukunft schauen, die jetzt schon da ist, weil alles hier und jetzt ist. Mhm. Kurze Frage, Udo. Wenn wir jetzt auf Seite 231 wären, dann wäre doch auch eine Gedankenwelle aufgetaucht. Also das ist ja jetzt da. Die ist ja jetzt da. Ja. Aber die Frage ist, es hat nichts mit vor und nachher zu tun. Es geht hier nicht um chronologisches Denken. Für dich sind jetzt die Zeiten, die du zurückzählst, chronologisches Denken. Und das ist wie bei meiner Iteration x plus 1 ist neues x. Wir beginnen bei 0 plus 1 ist 1, 1 plus 1 ist 2, ist 3. Jede Ziffer, jedes Wort denkst du immer jetzt. Ja. Okay, jetzt pass auf, kein fester Punkt. In der physischen Welt, das ist schon der erste Fehler. Ich muss nämlich wissen, was Welt bedeutet. W-E-L-D, das ist das Geheimnis des Rot-Blau-Lesens. Wir wissen, es ist das Brandopfer. Dann haben wir einen polaren Rand, wir können auch BR, das Äußere, ist die Schöpfung mit einer existierenden Öffnung und AND, wissen wir, heißt, ich werde auf und abschwingen. Ja. Und da ist ein fester Punkt, das ist nämlich die Mitte. Ja. Die Mitte ist der feste Punkt. Erinner dich an das letzte Selbstgespräch, ich spring nochmal rein. Wir brauchen den hier und dann brauchen wir ganz einfach nochmal, mache ich nochmal eins dazu, von unserem letzten Selbstgespräch. Und immer dran denken, jetzt Holo-Feeling, Konsonante, hebräische Basis, KGL. GL ist die Welle, passt dann natürlich doch auch ein Teilchen. Eine Woge, aber das ist das hebräische Wort für Welle. Aha. Und ein K davor heißt wie eine Welle. Rot gelesen, blau gelesen, das ist Vorsilbe KGL heißt wie eine Welle oder wie eine Haufe. Weil das ist der Trümmer, ich nenne das immer das Teilchen Wellenphänomen. Ist es jetzt eine Welle mit plus minus oder das ist die Wahrnehmung von etwas, was in mir auf einer aufgehenden Existenz. Okay? Aha.
Wir haben dieses Bild gehabt, wo ich sage, es jetzt springt jetzt von oben, die Kugelwelle, das ist schon mal jetzt von oben eine Wasserwelle, wo man Impuls geben, aus dem Roten, aus dem Adam, und dann bauen sich die blauen Wellen auf. Da bin ich im letzten wieder im vorhergehenden Selbstgespräch draufgegangen. Das beginnt übrigens mit Quä. Jetzt müsste ich wieder ins Lateinische reinspringen. Eine affin aufgespannte Erscheinung ist immer einem folgenden Wort, und jetzt sind wir schon chronologisch. Magst du das, Matten? Mhm. Eine Facette, all mit 70 gelesen, eine Facette, die hochgehoben wird, was ja auch Joch heißt, da haben wir diese, ein Joch ist ja, sieht ja wie eine Welle aus. Mhm. Dient zur Form gewordenen Ahn, Reihe an dem Spiegel angelegte Wahrnehmung, an das Vorhergehende, das ist immer vorm Spiegel, hinterm Spiegel. Mhm. Schau bitte das kleine Bild an, ich mache das immer so, die Wasserwelle, solange du chronologisch denkst, meinst du das Vorher und das Nachher ist eigentlich das Oben und das Unten. Ja. Kannst du austauschen. Und diese Quä besteht aus 2 LL. 30, 30 ist 60, wird zur Ausnahme. Oder ich kann auch sagen, Licht wird auseinandergeschmissen. Und zwar in All, All ist nichts und ist Gott, Le, Raumrichtungen, aber der Raum ist ein Traum, habe ich darauf hingewiesen. Mhm. Und die sind jetzt konzentriert in der Mitte, und in der Mitte ist Ischen und Hebräisch Ischen. Isch heißt Schlafen, Entschuldigung, Gestaltwährung. Das ist jetzt eine Gestalt gewordene Existenz. Ich heißt etwas Existierendes, N heißt immer Existenz, am Ende eine existierende Existenz. Mhm. Und das ist jetzt All, ist Gott, das Nichts, und DR heißt eine Reihe. Das ist das Nichts, das ist unser Hauptspiegel und seine Reihe von Spiegelungen, die davor sind. Und als Sein, und jetzt wird es interessant, entschlafen. Die Vorsilbe End, wo ich immer wieder darauf hinweise, zeigt einen, der wirklich verstanden hat, ganzheitlich gesehen, was die Vorsilbe End bedeutet. Darum wiederhole ich das immer wieder. Das sind Kleinigkeiten, das sind eklatante Fehler in der Schulerziehung von Deutschlehrern, von Linguisten. Mhm. Und du wirst nie hören, dass was nicht stimmt. Das heißt, sagst du mal, ich beginne jetzt einmal bei der roten 4. Der Abschlussspiegel, These, Antithese, Synthese. Drückt, DR, heißt das dann mal die geöffnete Berechnung, rückt Beilet im Kind zu einer aufgespannten Existenz im Gehirn. Mit Verben ein Herausgelangen, ein Weg nehmen aus. Das heißt, du denkst jetzt hast du mal was aus dir heraus, aber zuerst einmal aus dem absoluten Mittelpunkt in dein Inneres. Okay? Mhm. Dann hast du drückt in Bildung mit Verben ein Weg in ein Entfernen, das geht an Weg von dir. Dann drückt es in Substantiven, etwas entfernt wird, es drückt entfernt in den Ausgangszustand zurückkehrt, in die Eins wieder zurückkehrt. Das musst du dir jetzt zur Kreisbewegung denken, das sind die 4 Phasen im Einheitskreis. Mhm. Wo wir jetzt bei der 4 beginnen. Mhm. Genau. Mhm. Das heißt, ich drücke was aus mir heraus, ich tue das weg, es wird dann entfernt und alles, was in einer gewissen Entfernung vor dir zu sein scheint, musst du dir ja zuerst ausdenken, solange wir im Geistigen bleiben. Und dann holst du das wieder zurück und ist es in dir drin und dann löscht es sich vollkommen aus. Mhm. Also kann ich nicht sagen, dass das nicht stimmt. Aber solange du unbewusst chronologisch denkst und das zweite Gebot bringst, dass du dir Bilder von da, schau das kleine Bild von da droben im Himmel machst oder da drunten auf der Erde. Das Erde erwecktes Wissen ist in dir drin und du denkst dir das aus. Das ist unser innerer All und außerhalb. Das ist jetzt die Kugelwelle und jetzt kommen wir zur Transversalwelle. Und da haben wir jetzt das Spiel, dass jetzt der Mittelpunkt entweder auf- und abschwingt. Das ist unsere Transversalachse, das ausgedehnt ist ein Witz, das befindet sich alles in einem Punkt. Der Rest sind schon wieder Spiegelungen. Und die Longitudinalwelle schwingt um einen Mittelpunkt herum. Jeder Einzelne, das geht nicht aus dem Mittelpunkt raus, es schwingt nach vorne. Ich mache mal, schau das kleine Bild an. Das hier bedeutet das, was auftaucht und wieder abschwingt. Das ist diese Bewegung, ist die Transversalwelle. Da wir uns das jetzt natürlich in den Spiegeltunnel vorstellen, schau auf das Bild, meinst du, vor dir dehnt sich was aus, es geht was von dir weg. Mhm. Angenommen, ich würde jetzt hier am Anfang einen Fall abschießen
Und der fliegt dann von mir weg in unseren Spiegeltunnel rein, bewegt er sich nicht von uns weg. Und die Longitudinalwelle ist jetzt praktisch ein Wasserspiegel, den ich mir jetzt natürlich ausgedehnt denke, wo auch alles bloß in mir so nach vorne schwingt und nach hinten schwingt. Habe ich jetzt das Transversal, wenn ich das immer so mache, gehe ich davon aus, dass der Spiegel so steht, es kommt aus mir, taucht jetzt auf, fällt jetzt in mich rein, taucht auf, fällt wieder in mich rein, wenn du das Bild von mir anschaust. Die Longitudinalwelle, die ich mir vorstelle, die ich mir jetzt ausdenke, da meine ich, das geht hier so, aber es ist dann nur so ein Tauschen. Dieses Bild, ich mag es immer so, Bild, 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 das aus mir kommt, Bild wieder in mir, aus mir, in mir. Das siehst du hier an dem Punkt, das dreht sich, spiegelt sich aber alles um einen Punkt. Ja. Gut, wir wollen da weitermachen. Das war jetzt nur die Kleinen. Kein, K-A-I-N heißt wie nicht existierend. Und jetzt wird es interessant, dieses wie nicht existierend, F steht für eine Facette und E ist da. Wir wissen, das heißt, in dem Punkt habe ich mich versteckt. Das ist, sagst du mal, SDR, das ist die Radik schlechthin. Ich nehme eine Ecke und ich SDR, ich strecke die Ecke. Erinnerst du dich, Martin, wie du das erste Mal vom Vortrag warst? Und dann kriege ich einen SD-Ecken. Das ist das Spiel. Oder einen SDR-Ich, einen Strich. Was ist ein SDR? Ein SDR ist das da mal ein Geheimnis. Das ist der Geist, den ich das jetzt erzähle. Für den kann ich auch sagen, GE-Quadrat. Ist Hayom. Und das ist eine Hayom-Lichtkeit. Eine Heimlichkeit. Koait heißt wie buchstabiert, das ist das, was du aufschmeißt. Das Ganze ist auch ein Versteck. Jetzt haben wir schon, die raumzeitlichen Spiegelungen sind lauter Ecken. Darum heißt dasselbe im, ist ja im, das Meer, UB 86, LH im, ich mache mal im, das Gehimnis, steht jetzt etwas im Widerspruch. Aber wie heißt doppelt aufgespannter Intellekt, wenn du vollkommen denkst, mache so. DR heißt, ist geöffnet, berechnet und jetzt wird es interessant, SB, das raumzeitliche Wissen von dir. Ich kann es nicht oft genug zeigen, blau gelesen, das raumzeitliche Wissen ist eine, zuerst einmal, sie ist eine polare Ecke und das ist eine Shin-Welle. Das ist das, was man hier eine logisch doppelt aufgespannte L-Le, das ist ein Joch, das auseinandergeschmissen wird und das ist eigentlich eine polare Ecke. Und unser Ausgangsbalken war die Welt. Du merkst, wenn ich das ELD, diese Radix ELD von der Welt, ist ein polarer Rand. Ich kann auch, das Äußere ist ein Auf- und Abschwingen, AND. Und so setzt sich das zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein fester Punkt, SDR, das Geheimnis, das ich mir selber in Form von Ecken widerlegen, dieses Ester mit Aleph, also Aleph vorgelesen, dann kriegst du, wo ich mich versteckt habe, A, SDR. In diesen Mittelpunkt, der wie ichtig ist, habe ich mich versteckt, das Buch Esther. Und jetzt bin ich plötzlich mein eigenes Geheimnis, Geheimnis. Ich stehe im Widerspruch, Widerspruch, SB, Ruch. Ruch sind die vier Weltgegenden. SBR, Sefer ist die Sprache, das Sprechen. Ich erzähle dir etwas. Da bin ich verborgen. Du bist immer das Zentrum von dem, wo du dir ausdenkst. Es steckt in dem Wort fest der Punkt schon mit drin. Das ist wie ich dick, du bist der absolute Mittelpunkt. Und er sagt, es gibt keinen festen Punkt in der physischen Welt. Doch, das ist der, der sich's ausdenkt. Der ist aber nicht denkbar. Dann gibt es dann doch wieder keinen. K-A-I-N hast ja wie nicht existieren. Ein aber absolut fester Punkt kann nicht existieren. Also, aber das wird da auch drin beschrieben. Sag ich doch. Ja, ja. Nochmal Matten. Ich sag, egal was du mir zeigst, ich zeige dir mit Holofeeling, dass das stimmt. Die Schwierigkeit ist, was es nicht ist, dass er nicht beschreibt, was das bedeutet, wenn er nicht, das ist mit der ganzen Esoterik, wo ich sage, das ist alles richtig, was die sagen, Depperwein und so. Aber das Wesentliche sprechen sie nicht an, das wirst du gleich merken, das wird zwar hier dann etwas besser, in der physischen Welt, alle materiellen oder physischen Realitäten, pass auf, wir machen das ganz einfach, all ist nichts, ist Gott, das sind wir, das bist du, das bin ich, wenn du Geist bist.
wird auseinandergeschmissen zu Matt, Gestalt geworden, Erscheinung hast tot, MT. Gott ist tot, Matten, sagt Nietzsche. Jetzt wird es schon interessant, wenn ich das so tot oder so schreibe, dann kriege ich Maulbeere, aber das wird jetzt zu weit führen. Ein Narr, dann wirst du ein Narr. Mors tot, da kommt das Morus. Siehst du das? Mhm. Die Maulbeere heißt nämlich auf Lateinisch, Botanisch, Morus, und das ist plötzlich, Mors ist der Tod. Schau, da steht tot. Wir machen aber eben die Gestalt gewordene Erscheinung. Diese Gestalt gewordene Erscheinung. Kommen, da hängt man mal ein bisschen. Jetzt heißt tot. Das sind zwei Erscheinungen oder zwei Spiegelungen, die zum Kreisen anfangen auf Lateinisch. Übrigens, Abba-Schwert ist 11, ganz nebenbei. Das heißt AI, vom Kopf AI, des Schöpfergottes nicht existieren. Der volle Wert ist dann die 4 im Einheitskreis als 86 im Zentrum. Mhm. Das im Martinus ist die materielle Welt, die schlichtweg und einfach deine sinnlich wahrgenommene Information in diesem festen Punkt, die aus dem eigenen festen Punkt herausgeht. Das ist alle materiellen und alle physischen Realitäten. Das ist schlichtweg und einfach deine sinnlich wahrgenommene Informationen. Sind identisch mit Bewegung oder Verwandlung. Aber jetzt ist es ist keine Bewegung durch Raum und Zeit. Das ist die 200 Gramm rote Gnede, die symbolisieren wir diesen Punkt, der sich ständig verändert, ohne dass es sich selber verändert, weil nichts bleibt nichts. Und alles, was existiert, wird mit jeder neuen Existenz ausgetauscht. Mhm. Unmöglich, sind identisch mit Bewegung oder Verwandlung unmöglich, ein und dasselbe Ding zweimal wahrzunehmen. Das sage ich, du kannst der Gnede immer wieder dieselbe Form geben, wenn du dich jetzt wiederholst und an deinen Körper denkst, ist es immer derselbe Geist, der sich das ausdenkt, dieselbe 200 Gramm rote Gnede, die diese Information annimmt. Aber nur oberflächlich betrachtet, das ist eigentlich das Gleiche. Gall, die Gelich, eine auseinandergeschmissene Leiche. Okay? Mhm. Darum sind es die Gedankenwellen in deinem Kopf. Was die höchste Repräsentant der irdischen Wissenschaft betrifft, sind sie zu einer Zone gekommen, in der man zu sehen beginnt, dass es in der physischen Welt überhaupt keinen wirklichen festen Punkt gibt. Man gebe mir einen festen Punkt und ich hebe dir die Welt aus den Angeln. Ich sage jetzt einfach, der feste Punkt ist der sogenannte Dreh- und Angelpunkt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und dann hebe ich, wenn ich das weiß, hebe ich die Welt aus jedem einzelnen Angel, aus dem Angel heraus, um ihn herum, ohne dass die Welt, die er sich ausdenkt, ihn selbst verlassen kann. Dass alles Bewegung ist, und zwar mit Lichtgeschwindigkeit. Und sobald sich was mit Lichtgeschwindigkeit entfernt, entfernt es sich nicht von dem Ort, wo es ausgeht. Und sobald was mit Lichtgeschwindigkeit auf was zufliegt, ist es schon von vornherein in dem Ort drin. Sind wir darauf eingegangen, Band 8 der Ohrenbohrungen nochmal lesen, extrem einfach populärwissenschaftlich erklärt, wo das Problem an der Relativitätstheorie ist. Weil konsequenterweise die durch diese Formel schon unser E Quadrat ist M Quadrat mal C hoch 4 aufgrund des Wurzelbegriffes der Lorentz-Transformation unter der Wurzel hast du immer zwei Ergebnisse und die lösen sich in sich auf, es bleibt alles nichts. Dass alles Erleben oder Wahrnehmen verschiedene Formen, da haben wir jetzt Eden, dieses Eden ist interessant, wir haben verschiedene Worte für Zeitpunkte, aber ich will jetzt nicht so weit ausholen, das heißt auch, Eden ist nicht nur das Paradies, schreibt mal so, sondern das ist auch ein Zeitalternieren. Und Bara ist ja praktisch, um dir herum ist der Tag. Dieses Dies ist ja der Dach, Dies. Und das ist jetzt wieder natürlich unser HIM. HIM ist das Meer. Mit El, mit Gott. Immer. Und wenn ich jetzt da hier ein Waff reinschreibe, HI, wenn wir diesen Gott, diese Quintessenz Gott, wenn wir den aufspannen, dann wird es der Dach, der ewige Alldach. Und das ist auch heute. Immer alles passiert heute. Es wird morgen nichts passieren und es ist gestern nichts passiert. Gut? Und
das Eden, merkst du jetzt, wieso das Eden dann auch Zeit ist? Nochmal zurück, ups, eins zu weit. Darum ist es auch Zeit, ein Zeit, die Zeit Gottes, TR in einer Reihe. Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können eine erscheinende Berechnung machen. Dann kriegst du eine Reihe. Das ist dann ein Schmuckgehänge, ein Auskundschaften. Das ist das, wo du reinschaust in die Reihe. Denk an unseren Spiegeltunnel. Mhm. Gesamtwert ist übrigens 600. Das ist das Endmem. Das ist das im Yom des Endmem. Mhm. Gut. Wir können das aber dann immer, weil wir ja 2D haben, wir können die Reihe gespiegelte Berechnung machen. Dann hast du diese gespiegelte Berechnung verspiegelt. Das heißt eigentlich auch Tour, wenn wir Waff dazwischen setzen, weil die Spiegelung muss ich jetzt aufspannen, Tour. Mhm. Und jetzt kriegst du wieder die Reihe. Gespiegelt aufgespannte Berechnung. Das ist unsere Spiegelwahrnehmung. Das ist unser Spiegeltunnel, die in einer Kolonne. Co heißt zusammengespissen. Denk an das letzte Selbstgespräch. Diese Röhre. Und das ist raumzeitliches Wissen, es sind Schwellen, Raum, das sind Wellen, die alternieren, alte. Ich kann auch Licht agen, age im Englischen, alternieren. Schau, ob ich jetzt alternieren, alt oder age auf ja. Englisch. Ich tausche nur die Sprachen aus, weil das verschiedene Blickwinkel sind. Das Licht fängt nur alternieren und innerhalb dieser zwei Spiegel. Wobei die zwei Spiegel ist der vorgestellte und der hintere Spiegel, das passiert im mittleren Reih. Immer klarer, oder? Ja. Da kommt jetzt Physik dazu über die Sprache. Schau, und das ist jetzt nur Ski-Eden, das Geschenk aus Eden, das Geschenk der Ewigkeit aus diesem Zeitpunkt heraus. Die Vorsilbe Fahrer, habe ich gesagt, kann was verbinden oder was verstreuen. Immer zwei Seiten. Und das, was ich dir erzähle, ist nur englisch gelesen vor Man. Die Männer sind die Geistesfunken. Ja. Alles Ausgedachte ist weiß, Vibe, ich weiß, Vibe. Ja. Die Formen des Erlebens dieser Bewegung ausmacht. Die Formen der Bewegung ist, dass du Informationen im Hier und Jetzt austauschst, wo sich jeder Gedanke hier und jetzt befindet in dem Punkt. Martin, merkst du, wenn das dazukommt, dann verstehst du das. Ich sage, jedes Buch, das du zurzeit liest, wieder normal gesprochen, könntest du dir eigentlich sparen, weil das, was du aus den Worten herausliest, weit von dem entfernt ist, was eigentlich zwischen den Worten drinsteht. Darum ist es ratsam, zuerst die Offenbarungen zu studieren und dann kriegst du bei Büchern, die du schon gelesen hast, kriegst du vollkommen neue Bücher. Das stimmt, ja. Aber was ich auch immer wieder merke, dass, aber das kann damit zu tun haben mit meiner beschränkten Logik, dass ich merke, wenn ich dieses, ich nenne es mal dieses Raster, dieses Sprachverständnis, das du lehrst, wenn ich dadurch diese Bücher lese, dass mir dadurch auch etwas Wesentliches vom eigentlichen Text abgeht. Und das geht eigentlich zurück auf den Kratylis-Dialog, wieder auf der Frage, inwieweit Wörter, die Bedeutung der Wörter eigentlich gegründet ist in der, wie soll ich das sagen, der Basisbedeutung der Lautwesen oder der Bedeutung, die ich die Wörter eigentlich zuteile. Jetzt merke ich, dass ich lange kein Deutsch mehr gesprochen habe. Ich werde ein bisschen holprig. Aber Es spielt keine Rolle. Nee, ich merke jetzt, wenn wir diesen Text von Martinus lesen würden, ohne jetzt Holofeeling zusätzlich dazu zu nehmen, dann hat das für mich eine bestimmte, bringt mir das bestimmte Einsichten, die ich jetzt nicht kriege, wenn ich das einseitig durch Holofeeling lese. Moment, da verbessere ich dich jetzt. Die Einsichten, die du kriegst, sind immer Perspektiven und keine Perspektive, die du denkst, ist ja falsch oder verkehrt. Das sind ja wieder qualitative Bemaßungen, die du mit deiner Logik machst. Ich benutze das Wort unvollkommen. Mit Holofeeling kriegst du diese vollkommene Sicht, wo die Summe all dieser einseitigen Einsichten sind. Also es läuft ja nichts verkehrt. Das klingt jetzt schon wieder so, man muss zuerst Holofeeling lesen, aber wenn du Holofeeling liest, legst du das ja genauso einseitig aus, weil wenn du Holofeeling zum Lesen anfängst, weißt du ja noch nicht, was dich Holofeeling lehrt. Das ist ja die große Schwierigkeit, dass die Menschen von vornherein, wenn die Holofeeling lesen, einen Satz sagen, das ist ja scheiße, dann lesen sie doch Holofeeling, das nützt ihnen ja nichts, wenn sie es nicht verstanden haben. Pass auf, ich mache ein anderes Beispiel. Das ist übrigens treffend. Ich denke mir jetzt Geister aus mit verschiedenen Programmen, die sich seit 20, 25 Jahren mit Holofeeling beschäftigen. Und da kann ich dir jetzt etliche sagen. Und jetzt rede ich einmal normal von Brösel zu Brösel.
dass ich dir die alten Hasen, die Donis, die Fettings, das sind ja schon Bärchen, aber Helene, Peter, dass der dir garantiert, oder eine Andrea, die sagt dir, ich habe zum Beispiel Ohrenbohrungen, ich bin um mindestens die ersten Bände, die 8 Bände, jeden Band schon mindestens 10 Mal gelesen. Und immer wieder schaue ich rein. Mhm. Und das ist jetzt natürlich verstreut in einem Zeitraum von 20 Jahren. Und es ist jedes Mal ein vollkommen neues Buch. Ich bringe dir Leute, die hier das 5 Mal gelesen haben, und dann sage ich, hast du das nicht gelesen, denn ich bin du. Mir fällt jetzt ein ganz bestimmter ein, wie den Namen nicht sagen, das Schwarzenegger, das Bodybuilder-Beispiel. Das ist ein Bodybuilder-Beispiel. Und dann liest er das nochmal, er sagt, ich würde schwören, dass das vorher nicht drin gestanden ist. Mhm. Jetzt kommt das große Geheimnis, dass ich sage, du kannst aus Wort nur so viel herauslesen, wie du es hineininterpretierst. Denk an das Resonieren. Denk an das Wort Krebs. Da weißt du jetzt zwar, drum, mein altes Beispiel mit dem Wort Krebs, da weißt du, Krebs ist eine Krankheit. Für dich ist Krebs Krankheit, wenn in deinem momentanen Umfeld ist speziell irgendwie hast du einen Krebsfall. Wenn du dich von morgens bis abends mit Astrologie beschäftigst und eigentlich sonst ein gesundes Umfeld hast, weißt du zwar, dass Krebs auch eine Krankheit ist, aber du wirst nur an Astrologie denken. Ein Spitzenkoch denkt an der Schalentier. Und so weiter und so weiter. Das ist ja mein Standardbeispiel. Jetzt ist aber, das ist auch, ein Wort ist ein 400-Seiten-Buch. Und das ist noch klein gerechnet, weil du das ja immer wieder hochiterieren kannst mit einem arithmetischen System. Was wir hier machen, was ich zeige mit der Vordersprache, ist ein hundertprozentig sicherer Beweis, dass alles, was zurzeit Naturwissenschaft lehrt, mit einer Vorstellung eines Urknalls und mit einer Welt, die außerhalb eines Menschenkopfes existiert, auch wenn nicht dran gedacht wird, was im Widerspruch steht auch zu allen heiligen Schriften, wenn man die richtig übersetzt, ganzheitlich übersetzt. Und wir haben ja das Prinzip in der Johannes-Offenbarung, wenn du was hinzufügst oder was weglässt, du erinnerst dich, wenn du was, Johannes-Offenbarung, ich suche es jetzt nicht her, wenn du was hinzufügst, werden dich alle Plagen treffen, die in diesem Buch beschrieben werden, und wenn du was weglässt, hast du den anderen am Himmelreich an deiner eigenen Heiligkeit verloren, weil du dich selbst entheiligst. Wenn du nur gesund sein willst, wenn das dein Ziel ist, entheiligst du dich, weil die Heiligkeit ist Gesundheit und Krankheit in Bezug auf diese Facette gleichzeitig. Und jetzt kommt diese Sache mit der Masora. Ich mache das einmal nochmal. Kleinen Moment. Ich weiß, ich habe die Geduld, man muss es wirklich überholen, und ich kann immer nur sagen, viele Sachen, die du jetzt hörst, werden die erst in so und so vielen Jahren eintauchen. Jetzt einmal ganz aus das Buch heraus, lies es nach, die klassische Dora, ich mache das einmal ganz abstrakt, da ist jetzt eine kleine Rolle oben, die Schriftrolle. Darum heißt ja hier, ich mache das einmal absichtlich nochmal Volumen. Lumen heißt Licht. In der Physik, jeder Materialist bei Volumen denkt jetzt erst einmal an einen Raum. Ein gewisses Volumen in Kubikdezimeter, in Kubikmeter gemessen. Was auch immer. Volumen ist erst einmal hier im alten Lateinischen etwas, was GE-Quadrat fängt an zu rollen. Ja. Rho. Dieser berechnete Augenblick, der jetzt kreist, der aus zwei Lichter 30, 30 ist 60 zu einer Raumzeit wird, die in Erscheinung schickt, ist etwas Gewickeltes, etwas Gewundenes. Da steckt jetzt Unde, Unde schon mit drin. Unde, Unde, woher? Woher kommt es? Wo? Aus dem Ei, aus dem Nichts. Wo kommt es her? Aus dem Nichts. Ja. Mhm. Wo ich nochmal sage, dieses Unendes, Waff, hier der Buchstabe Waff. Mhm. Schau bitte hier hin. Wird im Hebräischen zu W, zu V, zu O, zu U. Mhm. Und jetzt ist es genau bei dem Un, ich kann das rot lesen, dann hast du es verbunden sein, wenn ich es blau lese, heißt aufgespannt existierend. Das ist jetzt schon eine Welle, wenn ich die jetzt übereinander stelle, dass ich ja Transversale mache, dann habe ich U, unten das Verbundene und oben habe ich eine Existenz, und wenn das verschmilzt, dann kriege ich hier ja unser griechisches D, den Kreis mit dem Strich in der Mitte. Erinnere dich an das griechische Wort für mehr im vorherigen Selbstgespräch. Und das Ganze wird jetzt zu einem O, das doppelt, W, doppelt aufgespanntes O ist Un. U und N. Sagst du, da ist ein System, ich gehe bis ins Detail, in die Kleinigkeiten. Da ist ein göttliches System, das kann bloß der wissen, der das erschaffen hat. Ja. Auch wenn ich immer erkläre, ich zeige dir die Kreiszahl Pi, die Eulersche Zahl, das Zeug in dieser Zahlenstruktur. Okay, diese Rolle, ja. Halt ganz kurz, das Volumen,
Darum ist das zuerst einmal eine Schriftrolle. Das wird dann übertragen zu einem Buch, zu einem Schriftwerk, zu einer Schrift. Wenn man weitergeht, heißt es eigentlich in den Metamorphosen, heißt es ein KRS, wie ein Spiegelbewusstsein, rein mit drei. Und das Ganze baut auch eine Krümmung auf. Kor, die Aue, die Weide vor dir, so doppelt aufgespannte zwei Gestaltwertungen, MM. Und die verändern, das ist der Moment. Das ist ein Wir in Gott, wir in Gott. Das ist wie ich dick, das ist der Mittelpunkt, der Auge des Zyklopen. Und das ist ein Wind, Wind auf hebräisches Ruch, das heißt die vier Weltgegenden, das sind die aufgespannten Existenzen in deinem Geist, das sind die vier Weltecken. Das sind jetzt, und dann, wenn wir uns vier denken, brauchen wir nochmal vier, unser Diapositiv, Diapositiv-Beispiel. Wenn das jetzt immer wieder, und du fängst jetzt der Generierte, DR heißt generiert, ist ein Kreis, KRS, wie ein Spiegelbewusstsein, geht jetzt das Licht auf. Wir können auch sagen, la, auseinandergeschmissenes UF, aufgespannte Facetten, UF ist UP, plus blau. Gut. Gut. Wo waren wir denn jetzt? Was war unsere Ausgangsbasis? Ach, unser Dora. Tenach. Die Tenach. Schau, drum ist das eine Rolle. Und wenn ich jetzt da drauf drücke, das ist jetzt diese Reihe, das ist exakt der Text. Das ist exakt der Text, bloß wir haben die Kapiteleinteilungen, die Worteinteilungen weglassen. Das ist die Abstrahierung. Das ist jetzt das Volumen, die Schriftrolle. Und die zusätzlich nochmal, was wir jetzt von oben nach unten machen, ist dann, dass wir das rollen. Dort die kleine Schriftrolle. Es ist wie wenn wir Seiten umblättern. Das sind die zwei Achsen. Da haben wir übrigens den Zyklopen, den Zyklus, die zwei des Kreisen. Darum brauchen wir, da habe ich es beim letzten Selbstgespräch, wollte ich noch weitergehen. Der Kreis hat 2 Pi, der Kreisumfang. Aber du brauchst 4 Pi, dass du ins Ganze kommst. Das kann ich dir auch in den Physikbüchern zeigen. Weil mir zweimal in der Quantenmechanik muss ja hier ein Quantenteilchen, muss ich zweimal um die eigene Achse drehen, dass du wieder dieselbe Seite siehst. Klingt extrem abgefahren, wo man sagt, Quantenmechanik kommt eh keiner mit Holofeeling ist es so leicht zu verstehen. Das ist jetzt das Erste, da wird nur auf Weinreb weisen alle darauf hin, manche Stellen sind mit einem Sammich oder einem P kurz unterbrochen. Wir gehen nicht ins Detail, also jetzt machen wir zuerst einmal eine Worteinteilung und das nächste ist jetzt hier mit dem Bündchen und jetzt machen wir Bündchen und Strichchen drumherum. Das ist die Masora, die Leseregel. Damit mache ich eine einseitige Auslegung. Und jetzt wird es interessant, dass jetzt dieser Satz, wenn du was hinzufügst, dann werden dich alle Plagen treffen, die in dem Buch beschrieben sind. In der Enthüllung, in der Apokalypse. Und wenn du was weglässt, hast du dann Anteil am Heiligen Ganzen verloren. Aber jetzt passiert es, wenn ich ein Wellenberg hinzufüge, wird automatisch irgendwas weggelassen. Das ist das, wo ich sage, sobald ich nur an oben denke, fällt mir das unten. Wenn ich nur an unten denke, fällt mir das oben. Wenn ich nur an Sonnenschein denke, fällt mir der Regen. Wenn ich nur an hell denke, fällt mir das Dunkel. In der Synthese ist aber beides immer gleichzeitig da. Die Heiligkeit ist der Punkt, aus dem es entspringt. Wie oft muss ich das noch erklären, bis du das checkst? Die glitschen immer wieder weg. Das heißt, ich kann gar nichts hinzufügen, ohne was wegzulassen. Hier auf die Dora bezogen ist es schlichtweg und einfach, dass ich diese Punkte bestimmen, das sind ja nur Konsonanten. Das heißt, dass wenn ich jetzt hier zum Beispiel das P ist ja P, das I ist ein Halbvokal, so nennt man das. Und je nachdem, wie ich das ausspreche, kriegt es einen anderen Sinn. Und wie ich es aussprechen muss, das bestimmen jetzt die Bündchen und Strichchen da drumherum. Das heißt, sobald ich bei einer Konsonanten radix, so mein klassisches Beispiel ist immer das Wort Penim. Dann wiederhole ich, das Pen heißt Aspekt. Wenn ich jetzt das Pen ausspreche, PN, sind es ja zwei Konstanten. Das ist übrigens dann eine Ecke. Das ist der Schöpfer, ASP, das kann man uns dann anschauen. Dieser Schöpfer ist das Bewusstsein, ist die Weisheit, wenn wir es rot lesen. Springen wir ganz kurz rein. Ich sage, darum ist dieses einfache Lesen so wichtig. Der Schöpfer ist das absolute Bewusstsein und das ist die Weisheit. Wenn wir es blau lesen, ist es die Schöpfung. Oder ein Schöpfer, der unbewusst schöpferisch ist. Das ist ein träumender Geist, den wir uns jetzt ausdenken. Das wäre ein blauer Schöpfer. Der ist ja untrennbar mit seiner Schöpfung verbunden und das ist die ausgedachte Raumzeit um ihn herum, deine Traumwelt.
Und das immer, was du siehst von Augenblick zu Augenblick, ist immer ein SB-spezielles Wissen von Ed. Ed ist eine augenblickliche Erscheinung, hebräisch. Jeder Augenblick zerstört den neuen Augenblick. Und darum ist das da mal das Rot gelesen, ist die große Sammlung. Wir sammeln alles eins, wir nehmen alles auf, was um uns rum ist. Und wenn alles in dir drin ist, dann bist du ein Geist, der schläft, ohne zu träumen. Aber das ist langweilig, weil sobald es einen nicht träumenden Geist ausdenken, muss ein träumender Geist entstehen. Das ist das Prinzip der Welle. Nichts, was du denken könntest, gibt es ohne ein Gegenteil. Und das Ganze, Spiegelung ist der Spiegel. Jetzt haben wir schon das SB-Act. Rede ich von den Spiegelungen, die immer Eckspiegel sind in unseren Ruch, in unseren vier Weltgegenden, wenn sich das hochspiegelt. Ich will jetzt da die Bilder nicht nochmal holen. Oder ich kann auch sagen, hier kein Spiegel. Jetzt habe ich gelesen. Und das sind immer Ecken. Das sind Charakterzüge, die du machst, wie beim Schachspiel. Und der Charakter im Hebräischen ist A, P, I. Da haben wir schon das B. Das heißt, das schöpferische Wissen beziehungsweise der schöpferische Intellekt, die Charakterisierung, weiß ist es, der Schöpfer ist die absolute Weisheit und er ist Gott. Die Schöpfung von Wissen macht der Intellekt, das ist die blaue Seite. Das Ganze in der Talwert hat übrigens Zahl 90-1. 90-1. Das ist jetzt Dreck. Das ist die Generation, die geöffnete Berechnung in einem. Leute, und das hast auch hinaustragen, hinaus aus mir. Ort wiederum, wie Ort. Das ist zur Zeit. Jetzt. Zur, wieder hebraisiert, heißt zur Formwerdung von Zeit. Zeit ist jeder Augenblick, eine augenblickliche Erscheinung. Diese augenblickliche Erscheinung. Oder rot gelesen heißt es, die Quelle des Immer-Da-Sein. Und jetzt ist DZD. So schaut es aus. Das ist die Vatersprache. Wenn man das erste Mal hört, hat man keine Chance machen. Ja. Das wird dir klar sein. Ja. Aber jetzt ist das auch, was du gelernt hast. Dein Leben ist jeder Moment ist maßgeschneidert. Das Thema mit den Martinus, und wir kommen jetzt mal zu den Martinus nochmal zurück, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Du merkst jetzt mit hinzufügen und weglassen. Ich habe dir jetzt ein bisschen genauere Antwort gegeben auf deine Frage. Ja, aber ich muss nur aus meinem Gefühl jetzt was sagen. Ja. Das habe ich noch nie in anderen Gesprächen nie gesagt. Ich merke jetzt, dass ich nicht mitkomme, weil hier und jetzt ausgedacht treffe ich mich in 3 Stunden mit einem Elternpaar, deren 26-jährige Tochter ist durch einen Unfall ums Leben gekommen. Und seit ich diesen Job mache als Bestatter und ich schreibe eigentlich Trauerreden, das letzte Jahr war sehr intensiv und ich merke einfach, dass ich bin nicht wie die Tonis und so und ich habe das erst jetzt 12 Jahre. Nein, du bist jetzt der Matten. Nee, aber nur, ich habe auch auf meine eigene Art und Weise sehr viel deine Bücher gelesen und ich schätze die noch immer sehr hoch, aber ich merke vor allem in meiner Arbeit, wo ich gelernt habe, mehr mein eigenes Gefühl zu zeigen, dass es mir, ich in meinem Leben, in dieser Verkörperung, wird mir das ab und zu steril. Ich kann das da nicht mehr die Sterilität, ich tue dich ja mal abkürzen, Matten, pass auf, gleich bevor wir in der Sackgasse reinreden. Jetzt hast du mal alles, was du jetzt sagst, stimmt. Die absolute Liebe kannst du als normaler Mensch nicht verstehen. Ich beginne mit dem Satz, ich merke, dass ich nicht mitkomme. Das ist gut so, weil du in dem Leben vom Matten, du Geistesfunk, ich rede immer ein Leben, das ich schon gelebt habe, noch sehr, sehr viel zu lernen hast. Schon die Verwandlung, ein wundervolles Leben von einem Philosophielehrer zu einem Bestatter zu werden, hättest du dir ja vorher nie denken können, dass das kommt. Und du hast sehr, sehr viel zu lernen. Und ich betone immer wieder, das Holo-Feeling jetzt mit der Sprache ist nur interessant, wenn du die Reife hast. Und Reife hat nichts zu tun mit besser und schlechter. Also verstehe, dass ein Kind, das in die Schule kommt, in keinster Weise ein besserer Mensch ist wie irgendein Professor, der an der Uni was lehrt. Es ist, in jedem Leben lernst du was und du musst dich zuerst einmal finden. Und dein Leben ist nicht die Philosophie, sondern das Mitgefühl mit anderen. Das auszudrücken, das trösten und das lernst du zurzeit. Du merkst, wie viel dich das bereichert. Du darfst mir gern widersprechen, wenn es nicht so ist. Dann ja, das ist so, aber es irgendwie, das,
die Begeisterung, die ich von Anfang an für Holophilien hatte, die ist noch immer da. Aber für mich wird die Brücke immer... Du hast das zu lernen, was wesentlich ist. Der Brückenbauer in einem gewissen Maß ist, dass du mal in das Trösten reingehen und das auch Holofeeling mit einfließen lassen. Ich sage auch in den Trauerreden, nicht jetzt von den Wörtern auffächern, sondern mit der großen Erkenntnis, dass die Welt ganz anders ist, wie man glaubt und dass der Geist als Ding an sich, der das Leben erlebt, das ist ja das Hauptdogma überhaupt, dass man meint, wenn was Existierendes auflöst, dass es dann, und jetzt kommt schon wieder, egal was ich sage, stimmt ja, dass es dann weg ist. Es ist weg, es existiert nicht mehr, aber wo geht es hin? Es geht dahin, wo es herkommt. Aber das Verrückte ist, dass du irgendwann einmal merken wirst, das bin ja ich, es kommt ja aus mir, dann verstehst du das rote Ich. Alles, was du für andere tust, tust du für dich selber. Du tust es nicht für die Personen in deinem Traum, sondern für die Geistesfunken, die mit diesen Programmen arbeiten, die letztendlich immer alle, unser Standwerfer wieder alle vereinigt waren in den einem großen Geist, der UB ist, JCH, der vom Bücherregal ist. Und du musst Schwerpunkte setzen. Und wenn du sagst, da komme ich nicht mit, meint man das wieder intellektuell? Das ist eine einseitige Auslegung des Wortes. Du bist schon da. Ja, das meine ich. Ich meine nur, letztes Jahr habe ich auch festgestellt, irgendwie, ob ich, ja, ich werde jetzt im Sommer 43, aber ich fühle mich ab und zu ganz alt. Da kommen wir erst zu die 43, kommen wir gleich. Warten, ich kann immer wieder nur sagen, es gibt zwei große Fehler. Wenn du wirklich gecheckt hast, und es gibt ganz wenige, die wirklich checken, wer jetzt zu dir spricht. Ich spreche zu mir selbst als JCH vor Bücherregal zu einem Geistesfunken, der zurzeit die Rolle des Lebens spielt, die du zurzeit spielst. Und du spielst zurzeit nicht unbedingt das Leben von Martin, sondern das Leben von dem, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Gespräch anhört. Und ich sage immer wieder, ich bin wirklich der, der ich zu sein behaupte. Und das ist nicht der Udo, den du dir ausdenkst, das ist bloß ein Gedanke. Ich bin viel mehr du selbst, dieses Meer, aus dem alle Gedankenwellen entspringen, wie irgendeine Welle, wie irgendein Gedanke. Und ich bin dem einen Schritt voraus, weil ich wirklich alles weiß. Das heißt, mein Wissen übersteigt das, was du dir am Wissen vorstellst, um geistige Welten. Und jetzt ist es ja so, weil du sagst, ich wäre jetzt 43. Jetzt pass auf, ich rede jetzt ganz von Brösel zu Brösel. Wann habe ich dich jemals angerufen? Ich rufe an und für sich überhaupt keinen an, ganz, ganz wenige. Und heute habe ich dich dazu geschalten wegen den Martinus. Und in dem Moment, wo diese Aufnahme begonnen hat, habe ich schon gewusst, dass du ziemlich genau bei 2 Minuten, 1, 2 ist ab, dass du sagst, ich war jetzt 43. Schau, ich zeige dir jetzt einmal was. Ich mache einen kleinen Klick. Zack. Wow. Ich muss nichts hersuchen, ich kann das in den Kopf machen, wie ich will. Und da komme ich jetzt gleich dazu mit dem Martinus. Es ist doch nur für dich, darum habe ich dich dazu geschalten. Jetzt speziell für den Geistesfunk, der zurzeit das Leben vom Matten erlebt. Und er läuft nichts verkehrt. Und ich sage, du musst dich nicht hinsetzen und Umbohrungen studieren. Das magst du automatisch, wenn dich das aus tiefsten Innern interessiert und dann lernst du das. Aber was wichtig ist, jeder Moment, der in dir auftaucht, ist von mir maßgeschneidert für dein jetziges Programm, für dein jetziges Leben. Dass du zuerst einmal lernst, dich hinzugeben, fordere dein Wille geschehe, ich lebe dieses Leben, wenn Gott will, dass ich mich kreuzigen lasse, lasse ich mich kreuzigen, wenn du das Jesusleben hast. Und wenn er will, dass ich kein Philosoph bin, sondern ein Bestatter bin, dann mache ich den Bestatter. Also es läuft nichts verkehrt. Und du bist noch nicht so weit, dass ich dich ganz hole. Du hast noch ein ganzes Riesenstück Leben vor dir. Lass uns den Martinus kurz weitermachen. Schau, ich werde nämlich gleich zeigen, worauf ich jetzt da hinaus will. Wir sind nämlich bei der 2-3er. Wir können ja immer von rechts nach links lesen. Das ist also hier, wenn wir jetzt reingehen mit dem festen Punkt. Ich wollte es noch genauer anschauen, aber das lassen wir jetzt einfach mal. Wenn man das liest mit Holofeeling, stimmt das alles. Aber es ist noch sehr raumzeitlich. Interessant ist jetzt der nächste. Die nächste Seite, wenn wir dann reinspringen. Warte, wo haben wir da oben? Muss ich nochmal kleiner machen. Jetzt kommen wir nämlich da hinschau. Und das ist jetzt das Interessante ist hier. Aus dem 4-3, die 43, habe ich jemals was anderes behauptet, wie dass ich du bin? Du bist doch der Magier. Das hast du mal ein immer seiender Geist. Ein Zauberer, der seine Traumwelt aufweist, aber er noch nicht weiß, wie es geht. Was gespiegelt so ein Fisch wird dann? Der Gack, ob ich 43 oder 4-3 lese. Ich behaupte doch, dass ich du bin. Der Glückskopf.
Wenn ich jetzt dieses aber spiegel, dann kriege ich Duck, die Spiegelungen, und das ist der Fisch. F-Fisch heißt wieder eine Facette, die Gestalt wird. Okay? Mhm. Und jetzt ist es so, dass die 43. Primzahl, da gehen wir ja da in dieser Arithmetik drauf ein, und jetzt kommt hier das Palindrom, das 43. Palindrom. Jetzt wirst du zu dem hier. Und der hier wiederum für sich alleine, diese Spiegelung, jetzt haben wir unsere Hüben drei Spiegel, das ist jetzt dieses System, jetzt kommst du langsam geistig in die Mitte, das musst du gar nicht wissen, du bist doch schon immer in der Mitte. Was übrigens interessant ist, wenn wir das jetzt einmal groß machen, die Kinofilme, die in dir auftauchen, sind alle von mir, glaube ich auch nicht, dass irgendwer da außen irgendwas gemacht hat. Alles, was du erlebst, kommt aus dir, und was ich in dir auftauchen lasse, kommt aus mir. Das ist unser Zwiebelscheinprinzip. Darum haben wir jetzt erst einmal das Dark, schaut einmal die zwei gespiegelten 3-3, und in der Mitte ist die existierende Ordnung. Und das erkläre ich dir jetzt, und zwar, diese Erwachung ist Koi, er ist alles. Und bei Dennett haben wir dasselbe Spiel, diese Existenz in der Mitte, schau, er schaut einmal, das ist der Spiegel, in den Spiegeltunnel rein, und das kann man jetzt, das waren die vier Quadranten, wenn du von oben drauf schaust. Meinst du, dass irgendeiner irgendwas weiß? Es sind einfach nur Informationen, die aus dir entspringen, und du musst irgendwann nochmal anfangen, das zu verstehen. Und jetzt, pass auf, jetzt schau mal, was da ist, ein Weltbild. Da heißt es, das doppelt aufgespannte B-Randopfer, der doppelt aufgespannte polare Rand, das Äußere ist A in D, auf- und abschwingen. Ich mag's nochmal. W, E, LD, das ist jetzt einfach in hebräischen Zeichen, kann man natürlich noch viele andere Sachen machen, das Welt, Welt. W hast U aufgespannt, ist eine existierende Öffnung, ist gleich W, denke mal, das kann diese Formen annehmen. Der polare Rand, eine rationale Schöpfung ist eine existierende Öffnung, und du musst diesen polaren Rand von Augenblick zu Augenblick opfern, und das die Welle zusammenschmeißt und eine neue Welle aufschmeißt in dir. Darum ist auch BR alleine ist das Äußere, und das ist A in D, heißt auf- und abschwingen. Und in den Opfer steckt jetzt schon der Schöpfer mit drin. Darum hast du es auch aufsteigend hinaufgehen, kommend, Co zusammengeschmissene 2mm. Jeden MOM, jeden Moment, den du erlebst, ist ein Fehler. Und zwar sind das Facettenlichter, das sind laute Ecken. Und das ist aus deinem Geist, kommt eine Polarität heraus, ein Gebrechen, G-Quadrat bricht auseinander, das sind deine dein Indivisionalbewusstsein, das sich hier aufbaut. Moment. Da wollen wir her. Dieses ein WLD, ein polarer Rand, Beilet heißt im Kinderhebräisch geschrieben, das auf der Wahrnehmung, der generierten, DR berechneten Wahrnehmung von Bewegung basiert, ist unwirklich. Jetzt kann ich das wieder positiv und negativ lesen. Wir, Koll heißt alles. Wir alle sind ein allereinziges Ich oder viele kleine rote Ichs oder blaue Ichs, je nachdem, wie man es denkt. Und unrot gelesen ist der Verbundensein des Wir. Ein Verbundensein des Wir ist alles, Koll. Die Gesamtheit, die Ganzheit. Das bin ich vom Bücherregal. Aber UB ist das Bücherregal. UB ist weiter. Das ist die Bibliothek. UB ist die Bibliothek. Jetzt macht UB ist die Bibliothek. Und ich, JCH, stehe für Bücherregal. Das, sagen wir mal, das ist der komplette Komplex des arabisch-christlichen Denkens. Und dann kommen die vielen Bücher, und die Bücher wieder Seiten der Systeme können noch immer noch höher gehen. In der Bibliothek haben auch noch unendlich viele Bibliotheken. Jetzt Gott für mich, sich über die Endlichkeit den Kopf zerbrechen. Da wollte ich hin. Das heißt, da steht schon alles drin, wenn man es mit der Vordersprache liest. Und immer wissen, egal welche Auslegung ich jetzt mache, ich enthalte das. Wie wir, das ist jetzt damals 343 oder von rückwärts gelesen, 34, 2, ich und du. Und du wirst 43, gehst gespiegelt, und dann wirst du 2, weil ich sage, JC und ICH sind 1. Wie wir es öffnen, ist E-Quadrat macht es möglich, das ist MG. 43, der Zauberer. Bist du dabei? Ich rede von dem, ich habe dich angerufen, weil ich dir das zeigen will.
Ein weltliches Licht, ein Weltbild aufzufassen, wenn sich das Wesen aufgrund seiner Sinnesorgane in Bewegung setzt, ist doch alles, du kommst aus dem Denken in den ersten Zeiten, ist hier immer noch viel zu sehr der Glaube, dass da außen auch dann eine Welt zu jetzt kann man wenn du leiser sein kannst, du sagen, dann kriegst du Ärger. Das ist ein Wesen? Ja. Das ist also hier, es wird interessant, was mit dir zurzeit passiert mit Hohen. Ja, religiöse Spinnerei, wenn sich welche in einseitige Glaubenssysteme reindenken, reinkatapultieren in eine Einseitigkeit, sondern das ist ein totales Öffnen für alle Möglichkeiten. Und das ergreift dich im tiefsten, wenn du begreifst hier, was da wirklich ist. Das Göttliche schimmert das erste Mal in dir durch. Mit dieser Erkenntnis, dass ich sage, wenn ich jetzt ein träumender Geist bin, bin ich wirklich der Schöpfer von der Welt, die ich mir ausdenke, die sich nur hier und jetzt in diesem festen Punkt, den wir uns jetzt denken, ein ausgedachtes, rotes Ich, ich sage immer wieder, darum rede ich von dem Roten, im Zentrum des roten Kopfes, ist jetzt schon hier der Kopf vom Matten oder der Kopf von der Ariane, vom Udo, dein eigener Kopf, und du wirst feststellen, wenn du an dein Schädel denkst, das ist schon mal schad, L. Wie du um dich herum denkst, sitzt du hinter den zwei Augen. Das sind die Becken. Das macht deine eigene Persönlichkeit personare, was du aus dir herausziehst. Ich als Udo, als Pixelmännchen oder als sinnlich wahrgenommene Person, die in einer gewissen Entfernung vor dir steht, frag mich bitte nicht, warum ich eine Maske trage. Das ist ein Blödsinn, einen nicht existierenden Geist zu fragen, was er eigentlich ist, wer die Maske, du musst eine Welle auftauchen. Das, was immer ist, kannst du nicht denken. Das ist, und es geht hier nicht mehr um ein blindes Glauben, sondern um ein Verstehen, was man ist, was du bist. Und zwar dem, der mit dir sprechen hört. All, was du denkst, das bist du zwar auch in dem Moment, wo du es denkst, wird dich ist, ich nenne das immer symbolisch, die rote Lampe im Projektor, hat nichts zu tun mit dem blauen Licht, den Schatten auf der Leinwand. Wenn du im Kino bist, diese simplen Beispiele, schau, was ich erzähle, wo Physiker oder was sie Kopfschütteln, die so unendlich geistlos sind, das drückt schon der Tatsache, dass es existierende Dinge sind. Moment, ich mache kurz die Tür zu. Geist ist immer, das sind halt Kinder. Ja. Das ist genau die Sache, ein Riesengeblärr in deinem Kopf, selbst wenn du selber Sorgen hast, dann zapperst du dich zu den Problemen ohne Ende, das ist Kindergeschwätz, bla bla bla, bla bla bla, die Fragen bla bla bla, soll ich rauchen, soll ich nicht rauchen, ein Riesen, wenn man Probleme hat, die wiederholen sich mit einer Hartnäckigkeit, du denkst dir Sachen, die du gar nicht denken willst. Ich will diese Gedanken aus meinem Kopf raus haben, dann musst du sie halt in das Zentrum reinfallen lassen, du willst sie wegkommen. Jetzt ist immer weg. Ist weg woanders oder ist weg, dass es nicht mehr da ist? Das ist beides. Das ist alles und nicht Altla. Das bedeutet das. Ein neues Sprachverständnis. Und wie oft muss ich noch sagen, du spielst die Rolle, die du zurzeit spielst von dem Brösel, der sich jetzt vorm Computer sitzend angeblich dieses Gespräch anhört. Nein, der vom Computer jetzt sitzt, der hört sich das Gespräch nicht an, sondern du hörst es. Ja, wenn ich für mich spreche, dann, wenn ich hier und jetzt das letzte Jahr so in Erinnerung rufe, dann bin ich für mich noch, seit ich Holofilm studiere, noch nie so weit in der, wie soll ich sagen, in der Rolle zurückgerutscht. Das ist vielleicht nicht, weil ich jetzt auch eine andere Facette meines Selbst lerne, dieses Äußern des Gefühls. Und das mache ich sehr intensiv in meiner Arbeit. Aber ja. Das ist dann jetzt wahrscheinlich Ego, aber was ich vermisse, ungefähr so ein halbes Jahr bevor der ganze Corona-Sache angefangen hat, hatte ich eine so tolle Idee für einen Roman. Und da war eigentlich alles da. Und das war das erste Mal, ich habe jetzt zweimal erlebt, dass ich wirklich erlebt habe, dass ich irgendwie eine Stufe höher war. Ich war nicht mehr dieser Körper, ich habe alles noch wahrgenommen, aber das war alles von derselben Kategorie. Ich habe mich nicht mehr mit meinem Körper identifiziert. Das hatte ich bei dieser Romanidee auch. Und dann habe ich auf eine wunderbare Weise, wie das andere Schreibstifte, wie du es immer nennst, auch schon gesagt haben, die Ideen sind einfach in mir reingeflossen und dann auf einmal war alles weg. Und seitdem ist es, da habe ich das Gefühl, dass ich
dass der Draht abgerissen ist irgendwie. Ich habe das nicht in der Ecke geschmissen, aber vielleicht, weil ich so intensiv mit meiner Rolle beschäftigt bin, also auch auf der Gefühlsebene, dadurch erfahre ich es, als ob die Brücke zwischen, sage ich mal, das Gefühlsmäßige und die Art, wie Martinus zu schreiben gewohnt ist und deine Schriften, wird für mich größer. Und ich kritisiere das jetzt nicht, weil ich denke auch nicht in Gegensätze, entweder Holofilling oder Martinus. Aber das ist eine ganz persönliche Wahrnehmung aus meiner Perspektive raus. Und ja, ich kann nicht anders als das nur hinnehmen und sehen, wie der Film weitergeht. Das ist die Fehlerhaftigkeit. Das erste, jetzt sage ich Schnipp, dir muss erst einmal klar sein, dass das jetzt in keinster Weise irgendein Matten zu dir gesprochen hat, sondern das erste Mal nur ein Lautsprecher. Was du verstehst davon, was du aus den Worten magst, hängt von deinem Interpretationsprogramm der Worte ab. Das ist das, was ich erkläre. Und ja, das gilt natürlich jetzt auch, wenn du ein Mattenprogramm magst und besser und nicht besser. Auch hier kann ich nur wiederholen, wenn eine Song, er schreibt ja nur von Weinreb ab zum Beispiel oder dieses und jeher, meine ich jetzt den Udo. Wieder normal gesprochen, das ist ein Blödsinn. Holofilling ist eine allumfassende Einheit und Martinus ist eine wichtige Facette von der Einheit. Das ist mein Kabelsteckerbeispiel. Was dir jetzt nicht klar ist, dass, auch wenn du sagst, ich kritisiere nicht, das ist schon eine Kritik, das ist eine einseitige Behauptung. Das ist eine, in dem Moment, wo du sagst, ich kritisiere das jetzt nicht. Kritik heißt Bewertung. Bewertest du dich einseitig, weil du sagst, kritisieren wir, dass ich es gut finde und oder dass ich es schlecht finde. Ja, das ist was ich meine, als meiner Bewusstsein Rolle raus total abgeschaltet haben. Du musst dich erheben und dich beobachten, wie du immer wieder in Einseitigkeiten und in Wertungen bist. Holofilling ist was vollkommen Wertfreies, was Heiliges. Und es ist jedem, wie man den Weg rangeht. Und jetzt kann ich immer nur meine simplen Beispiele, wenn du den Berg deines Bewusstseins besteigen willst. Und jetzt darf man nicht den Fehler machen, du bist jetzt unten und du gehst nach oben. Dieses oben hat noch ein höheres. Diese Spitze des Berges, darum nennt man die Spitze des Berges auch Rosh, den Kopf. Das ist das Verrückte, dass also hier dieses Beroshit inmitten dieses Kopfes, dieses Rosh, das ist die Spitze eines Berges. Aber wenn das die Nulllinie ist, haben wir ja noch den Haim, den Himmel darüber, der eigentlich dann drunter ist, wenn wir das als das Meer lesen. Und jetzt kriegst du diesen eigenartiges, ich mag es einmal so, das findest du in den Physikbüchern als Ereignishorizont. Ich habe jetzt mit dem Hologramm hier, mit dem Tunnel, wo ich sage, das ist eigentlich ein Punkthologramm. Diese Röhre ist ein Punkthologramm. Im letzten Selbstgespräch, wenn man sich das anhört, da müsste man immer, ich kann das ja nur erklären, wenn du zuerst einmal das, was an Universitäten über Hologramme gelehrt wird, ich sage mal, du bist studiert, du hast eine Doktorarbeit über Hologramme geschrieben. Ich habe im letzten Selbstgespräch, dann hast du ein gewisses Wissen, dann erklärst du das, was man dir erzählt hat. Und ich wiederhole nochmal, stell dir vor, wenn ich jetzt auf der Brüssel-Ebene auftauchen würde, dann sage ich zu dir, ich habe dasselbe studiert wie du, bloß mit einem Unterschied, dass ich jede einzelne Arbeit bis zum Abschluss mit 1 plus Stand gemacht habe. Damit will ich nicht ausdrücken, dass ich besser bin, sondern dass es nichts gibt, was du jetzt dir mit meiner Logik erzählst, mit deiner anerzogenen, einprogrammierten Logik erzählst, was ich nicht auch als richtig ansehe. Das will ich damit ausdrücken. Nicht, dass du irgendwo besser ist, sondern dass ich dein Wissen habe, aber auch noch die vielen Sachen, wo du eben kein 1 plus Stand geschrieben hast in der Prüfung, sondern bloß ein 2 oder 1,8. Dass ich das noch genauer weiß und ich unterstreiche, alles, was du sagst, ist richtig, egal wer du jetzt bist oder was du für Einwände bringst. Weil ich dein Programm kenne, das habe ich gerade wieder bewiesen. Meinst du, ich habe hiermit, ich bin 43 und ich rufe dich an, das weiß jetzt nur der Matten. Wenn du das Mattenleben lebst, weißt du, ich habe im Matten noch nie angerufen. Wieso ruft der mich heute an? Hast du gedacht, was ist denn da los? Weil ich hier schon dieses Selbstgespräch mit dir machen wollte, weil eben das aufbaut, weil du derjenige bist, der den Martinus reingestellt hat und ich jetzt chronologisch gedacht im Mattenleben eins der ersten Sachen, wo du mich angerufen hast, wo du in mir aufgetaucht bist, mir von dem Martinus vorgeschwärmt hast. Und ich sage, der ist klasse. Das ist auch richtig, wenn du in Koran studierst, wenn du Moslem bist. Das ist, oder Sanskrit, wenn du auf Buddhist magst. Wenn man jetzt dann welche und aber du suchst nie das Heilige, wo ich dann ironisch gesagt habe, wenn sich dann irgendwelche Esoteriker immer meinen, sie wären heiliger, wenn sie sich an indischen Namen geben. Die wollen offensichtlich nicht das sein, was ist. Ich habe als Udo keine Nickname, ich heiße Udo Becher, UB ist ja nicht ganz schlecht, symbolisch.
Und ich stehe da dazu, ich brauche keine Nickname, ich tauche ja sowieso nirgends auf. Das ist wieder der Blindfeld-Vortrag, wo ich dann nochmal der Petra-Brief, wo ich drauf eingehe. Ich habe noch nie eine Internetseite gehabt und ich habe noch nie zu jemandem gesagt, die soll eine Internetseite machen. Die jetzige tolle Internetseite vom Arthur, frag ihn doch einmal, ob ich als Udo ihm das gesagt habe, dass er plötzlich die Internetseite machen soll. Oder den Redo. Der Redo, wie es das erste Mal bei mir aufgetaucht ist, selbst beim Heiko. Du warst damals im Fliegenstall, da habe ich den Heiko das erste Mal eigentlich gesehen und ein oder zweimal vorher mit ihm geskypt, innerhalb von einem riesen Zeitraum, wo der die erste Holofeeling-Internetseite gemacht hat. Ja. Als Udo habe ich ihm das nicht gesagt. Der ist da zufällig aus dem Internet draufgestoßen und hat dann angefangen, die Schriften zu sammeln und hat eine Internetseite gemacht. Ich werde niemals als Udo zu einem Menschen, als Brüssel und der Brüssel sagen, was er tun soll oder was er glauben soll. Auf die Freiheit, ich will dich frei machen. Als UB sieht es wieder anders aus. Da seid ihr für mich nur Marionetten und ihr hängt an meinen Fäden. Und ich lasse euch komplett selber mit eurer Logik an euren Fäden ziehen. Und ich mische mich dann wirklich nur ein. Mit Schicksalsschlägen, je nachdem, wenn du es zu weit treibst. Und den Weg, den du gelaufen bist jetzt, der ist vorbereitet als Träume in der Geistmatten. Das mit dann, es ist so, du gehst so jetzt in deinem Beruf auf, wenn du das mit Liebe, was du machst, musst du mit Liebe machen. Und als Philosoph bist du nicht so geeignet, aber wesentlich mehr als Bestatter, der Trauerreden schreibt. Dann kommt natürlich wieder irgendwann, das ist das, mein Leben ist jetzt das, dass ich das mache. Ja, das ist wichtig, das ist wichtig. Aber dieses Dick ist ein peripherer Mittelpunkt. Das ist lebtes Leben. Und wenn du sagst, da komme ich nicht mit, wie meine ich jetzt das Intellektuelle? Es geht doch mir gar nicht um ein Intellekt. Das ist es, die einfachen Sätze. Wer versteht, was es bedeutet, ein träumender Geist zu sein? Jetzt das Thema mit dem Denker. Ein Denker, sprich jetzt ausgedacht, ist immer mächtiger wie das, was er denkt. Weil alles, was du denkst, beginnt in dem Moment in dir zu existieren, wenn du es denkst. Kein Materialist kann dieser Sache widersprechen. Wenn er da widerspricht, dann kannst du ihn eher brauchen. Ich bleibe jetzt extra im Bereich des feinstofflichen Denkens. Was du denkst, existiert in dem Moment, wenn du es denkst, und es ist genauso, wie du es denkst. Und ich betone noch, auch wenn du jetzt an die Funktion eines Computers denkst, dann denkst du dir einen Computer und das, was du denkst, wie der funktioniert, ist jetzt immer wieder beim Schwamminhalt, ist das, was du vom Hören sagen kennst. Weißt du, ich mache jetzt einmal einen kleinen Udo wieder als Beispiel, wo ich meine Entwicklungen gemacht habe. Die größte Falle, wo ich festgestellt habe, das zu erreichen, was ich erreicht habe, jetzt rein auf der weltlichen Ebene mit Lautsprecherwiedergabe, war, dass ich immer wieder gemeint habe, der Fehler liegt an dem, was ich mache. Ich wollte mich immer synchronisieren mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Ein Lautsprecher muss einen linearen Frequenzgang haben von 20 bis 20.000 Hertz, er darf keinen Klirrfaktor haben und so weiter und so fort. Diese Lautsprecher, die hundertprozentig echt, eine Konkurrenz von 99%, vorführbar. Das heißt, hier Musiker von der Wiener Philharmonie mit verbundenen Augen, das könnte ich jetzt beschwören, dass hier im direkten, oder machen wir nur meine menschliche Stimme, dass ich mich hinstelle, du machst die Augen zu, ich stehe 3 Meter vor dir und ich spreche zu dir, ich sage zu dir, mach die Augen zu und dann hör ganz genau auf meine Stimme, auf die S-Laute und ich erzähle dir ein bisschen was und dann sage ich, mach die Augen auf und du machst die Augen auf und plötzlich stehe ich nochmal vor dir. Weil ich nämlich das, was ich spreche, den Text aufgenommen habe und genau innerhalb eines Satzes, ich nicht mehr rede, sondern die Anlage einschalte. Und es hat noch nie einer bemerkt, dass ich von meiner Originalstimme auf die Lautsprecher umgeschalten habe. Und dann habe ich mich ganz leicht weggeschlissen. Und wenn du die Augen hast, weil du exakt, wenn du dich voll auf mich konzentrierst, meinst, ich stehe 2-3 Meter vor dir und du fokussierst dich mit geschlossenen Augen voll auf den Sprecher. Und dann sage ich noch, achte mal, wenn ich so schmunz, solche Geräusche mache ich und dann schalte ich auf die Anlage um während des Sprechens genau an der Stelle und schleiche mich weg. Du hast keine Chance zu hören, wenn ich weggehe. Das ist echt. Jetzt bring mir die teuersten Anlagen der Welt. Und jeder Idiot, da musst du selbst mit einem Hörgerät in der Regel hörst du das, wenn ich auf die Anlage umschalte. Es sind nur Bilder, es sind Illusionen. Was ich dir damit sagen will, ist schlichtweg und einfach, dasselbe ist mit Holofeeling, aber wenn jetzt kommt der Hammer, diese Anlage, die läuft, hat über 60% Klirrfaktor und ist total, hat überhaupt keinen linearen Frequenzgang. Da ist auch kein Effektprozessor oder was drin,
auch eine Erkenntnis, die ich gehabt habe, wo wieder Fehler, eklatante Fehler in den Physikbüchern sind, die zwar richtig sind, aber so viel weglassen wird zur Vervollkommnung. Und jetzt könnte ich, das wäre jetzt wieder Thema, ein schönes Update zu machen, das zu erklären. Das habe ich unseren Folger, den ich mir jetzt ausdringend versprochen, dass ich nochmal den Trick sage. Und auch die Sache, wo es losgegangen ist mit Kabel. Damals sind die Monsterkabel, hat es geheißen, 2x10 Quadrat, diese super teuren Spezialkabel. Und meine Kabel waren feiner wie ein menschliches Haar. Und da sagen die, das gibt es doch gar nicht, das muss doch abfackeln, das muss, wenn so viel Strom fließt. Und ich habe auch dann lang mit so dünnen Käppelchen reingemacht, da konntest du aufdrehen, dass die Windschutzscheiben rausfliegen, so viel Druck konntest du machen. Das ist ja wie ein Perpetuum mobile. Was jetzt das Verrückte ist, dass ich aber nicht auf so Nullpunkt Energien oder so einen Scheiß mache, sondern auf eine Physik, die ich sogar mit der bestehenden Physik erklären kann, wenn man die vervollkommnen. Weil du ja in der Welt einer Vorstellung, die du aufbaust mit von Hören gesagtem Wissen. Pass auf, ein elementares Beispiel, wo ich sehr oft gebracht habe. Strom ist die Bewegung freier Elektronen infolge einer Spannung zwischen zwei ungleich geladenen Polen. Das lernst du. Und jetzt ist es interessant, es gibt ja technische und eine physikalische Stromrichtung. Wieso? Weil früher hat man die Bauelemente, gibt ja eine Diode, lässt den Strom bloß in einer Richtung durch und das ist so eine kleine Diode halt, ein Pfeil. Bild habe ich weg. Das ist eigentlich, die Linie ist das Kabel und dann hast du hier einen Strich und hier ein kleines Dreieck, Kathode, Anode. Und wenn du in die Richtung gehst, wo der Strich ist, dann geht kein Strom durch und wo der Pfeil dann ist zu dem Strich, geht der Strom durch. Das war, früher ist man nämlich davon ausgegangen, dass der Strom von Plus nach Minus fließt. Das ist ja Gedanken, gesehen hat es ja noch keiner. Und dann kommt plötzlich, da waren natürlich schon Schaltzeichen und Radios da, und irgendwann die Physiker, die Quantenmechanik sagt, nein, das sind ja Elektronen, die fließen von Minus nach Plus. Jetzt hat man die Schwierigkeit gehabt, dass aber alle bestehenden Schaltpläne, wenn irgendwelche Bauteile, die den Strom nur in einer Richtung durchlassen, Dioden, Transistoren, und so weiter, sind kleine Pfeile drin, die Stromrichtung zeigen. Und darum hat man dann gesagt, wir lassen das gleich, wir reden von einer technischen Stromrichtung, das bezieht sich auf die alte Vorstellung, dass der Strom von Plus nach Minus fließt und die physikalische Stromrichtung ist von Minus nach Plus. Das heißt, der Strom fließt von Plus nach Minus, aber die Elektronen fließen dabei von Minus nach Plus und ich habe in der Berufsschule noch gelernt, dass also hier von Minus nach Plus die Elektronen fließen und von Plus nach Minus fließen Löcher. Mittlerweile, glaube ich, nennt man das Leerstellen. Und jetzt ist es, denk dir einfach mal, wenn ich jetzt hier eine Reihe von Lämpchen habe und ich mache jetzt immer, die geradzahligen Lampen verbinde ich miteinander und die ungeradzahligen. Und jetzt mache ich einen sogenannten astabilen Multifibrator, der eigentlich nur zwei Lämpchen aufblinken lässt. Okay? Das ist ein astabiler Multifibrator. Brennt, brennt, brennt. Und jetzt durch diese Lampe, dieser Stromkreis, durch alle Geradzeugen, die zweite, die vierte, die sechste und so weiter, und auf diesen Stromkreis 1, 3 die Lampen anmachen. Und ich lasse jetzt das laufen, also diesen Eingang, dann hast du am Riesenrad an der Kirmes, habt ihr glaube ich auch sowas, hast du dieses Lauflicht. Das heißt, durch dieses 1, 2, 1, 2, wo man die aneinander rein, hast du den Eindruck, dass da eine Reihe von Lampen läuft. Das ist eine ganz normale Lauflichtschaltung. Aber irre ist, das ist wie mit unserer Tänzerin bei der optischen Täuschung. Dass wenn du dich jetzt auf die Lämpchen fokussierst, wirst du irgendwann einmal feststellen können, du kannst die Laufrichtung austauschen. Es hängt davon an, im ersten Moment, was für einen Übergang du dir denkst und dann hängst du dich wohin und verfolgst, wenn das geht, immer den einen, der aufblitzt und dadurch tust du den Blickwinkel verändern und dann gehst du immer wieder eins rüber. Du kannst aber das auch in die andere Richtung laufen lassen. Fokussierst du dich dabei auf die dunklen Lampen, hast du den Eindruck, dass die dunklen Lampen nach rechts oder nach links laufen. Vier Seiten. Kannst du ungefähr vorstellen, was ich meine? So, wenn du das verstanden hast, dass der Strom von rechts die Bewegung freier Elektronen sind, die durch den Kabel durchgehen, dann sitze ich da, das weiß ich noch wie heute, es war ein Heureka ohne Ende. Ich habe so ein Kabel in der Hand, natürlich jetzt mit dem ganzen Hintergrund, was Strom ist, was bewegt ist, Stromstärke, Leiterquerschnitt, Widerstand, all das ganze Wissen. Und ich habe das in der Hand und ich sage, wenn ich jetzt da eine Batterie anschließe mit einer Lampe, einen Stromkreis und ich drücke drauf, dann geht die Lampe an, weil da kleine Viecher, die ich Elektronen nenne, durch dieses massive Kupferkabel durchkrabbeln. Ich sage, was ist das eigentlich für ein Scheiße? Was für ein Scheiß glaube ich eigentlich?
dass durch das Kupfer was durchkrabbelt, was winzig klein ist, weil das eigentlich, wenn ich mir das größer vorstelle, dann irgendein Gitternetz wird von Elektronen und da irgendwie die dann durch, so wie beim Galton-Brett plus dreidimensional gedachter Widerstände und dann gehen die da irgendwie durch. Das sind Vorstellungswelten. Hätte man mir was anderes erzählt, würde ich mir was anderes vorstellen. Ja. Mhm. Ich stelle mir dann so die Minions vor, hintereinander. Das ist egal, was, merkst du, Mann, was ich meine? Du hängst in einer Vorstellungswelt, die du dir ausdenkst, aufbaut auf dem Wissen deiner Lehrer und Erzieher, was natürlich der nächste Fehler ist, wo wir uns jetzt denken, dass die uns das in der Vergangenheit erzählt haben, wo wir uns jetzt denken, dass wir das in der Vergangenheit gelesen haben. Jetzt kommt durch das Training die Transversale, es ist immer alles jetzt und nur mein Interesse holt Bilder hoch. Das ist doch schon, wenn du ins Internet gehst, weißt du, in deiner Traumwelt maßgeblich, je nach deinem Charakter, Abi, nach deinem Interesse, deinem inneren Sein und Interesse, holst du aus unendlich vielen Internetseiten immer dieselben Internetseiten, einen Bereich, eine Kollektion von Internetseiten, wo du dich bewegst. Wann hast du das letzte Mal eine Internetseite aufgebaut, wie man ein Deckchen häkelt? Hast du überhaupt schon mal eine Internetseite angeschaut, wie ein Deckchen gehäkelt wird oder wie man Pullover strickt? Warum interessiert dich das nicht? Der Stricken ist wichtig, der Strick ist wichtig. Das ist nämlich, da ist der Trick schon mit drin. Das sind so viele Sachen, du hängst in einem ganz kleinen Bereich und da läuft jetzt nichts verkehrt. Dein jetziges Leben ist ein Traum, das ist ein Buch, das ich dir zuteile, zu durchleben, wo du was zu lernen hast. Und das Mattenbuch, jetzt schon die Verwandlung von dem Philosophen, der neugierig ist, zu dem Bestattungsunternehmer. Ist ja eigentlich, du bist ja kein Unternehmer, du tust Totenbegleitung als Sterbebegleitung, Hinterbliebenen Begleitung machen. Trauerreden, trösten. Offensichtlich solltest du das jetzt das lange. Mhm. Scheint so zu sein. Da musst du sagen, ja, seit ich jetzt das mache, habe ich jetzt keine Zeit mehr, Holofeeling-Bücher zu lesen. Das, was du magst, ist wichtig. Da mische ich mich ja nicht ein. Ich lasse dir jedes tun, was für dich wichtig ist. Und wenn du es nicht gelernt hast, lasse ich dir das wiederholen. So lange. Darum soll ich dir was bis in die Ewigkeit leiden. Jetzt ist natürlich schon wieder, wenn ich leiden sage, ist es was Negatives. Wie oft habe ich in den letzten hier und jetzt gedachten Selbstgesprächen gesagt, ich verspreche dir als Gott, ich garantiere dir, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du anfängst zu verstehen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Das habe ich jetzt hinzugefügt. Aber Leiden ist nicht unbedingt was Negatives, weil mit Holofeeling ist jedes negative Wort auch positiv. Und umso positiver was wird, umso negativer ist es auch. Und in einer Welt, wo man einseitige Verbesserungen anstrebt, diese einfachen Grundprämissen, egal was einer besser machen will, erzeugt im selben Maß der Quantität des Bessermachens eine Verschlechterung. Das kann ich dir auf alles beziehen, was es überhaupt gibt. Und die Verlogenheit, zum Beispiel der Medizin, die Menschen gesund machen wollen. Ja. Ich sage, es ist eine Lüge. Es sind Krankheitenerfinder. Die Probleme wären gar nicht da. Aber jetzt wiederum in Bezug auf dein ausgedachtes Konstruktprogramm, heliozentrische Welt, Säugetier, begrenzte Ressourcen, würde ab morgen keiner mehr krank, ich gehe noch einen Schritt weiter, würden die nicht mehr sterben, man will ja möglichst lang am Leben erhalten. Implodiert dieses System genau genommen, solange ich nicht Systemparameter mit verändere. Da außen ist keine Welt mit begrenzten Ressourcen, da ist überhaupt keine Welt. Die Welt ist ein polarer Rand in dir selber, ein Brandopfer, die sowieso von Gedanke zu Gedanke nicht ausgelöscht wird, sondern einfach nur umgewandelt wird. Das steht dann auch in Physikbüchern drin, wenn man es richtig liest. Dann ist alles, was drinsteht, was du mir bringst, stimmt. Die Hologramme stimmen, aber nur ein bisschen. Es ist alles komplett anders. Holofeeling ist wirklich aus einer viel geistigen, viel höheren Welt. Es sind die Möglichkeiten von Windows, wo Basic mit der primitiven Darstellung auf dem B-ILED-Schirm niemals erfahren wird. Dazu ist eine Vervollkommnung nötig, weil ein kleines Untersystem, eine Darstellungsmäßigkeit von Windows ist auch, dass ich ein Basic-Programm auf Windows laufen lassen kann. Es ist diese sogenannte Abwärtskompatibilität. Holofeeling ist abwärtskompatibel mit allen minderwertigen Glaubens-, Religions- und naturwissenschaftlichen Theorien. Theorien sind Sichtweisen. Es ist die absolute Praxis, die Wirklichkeit, das wirkende Licht im Zentrum, aus dem alles entspringt. Meine Wunderkatze, dieses Beispiel. Das ist die Katze im Zentrum, wo alle Funken rausspringen, könnte ich jetzt sagen, das ist hell, das ist das weiße Loch und das Unendliche drumherum ist das Schwarze. Die lösen sich in dem Dunkel, in dem Schwarzen auf.
Aber jetzt ist der Schwarze dann wieder der Mittelpunkt, der alles aufsaugt, was von außen kommt. Dann ist das Weiß, das Weib, das Helle groß um ihn rum, das dann in das Schwarze wieder reinfällt. Da brauche ich 4 Seiten, um das zu erklären. Und wenn du diese einfache Erkenntnis einmal verstanden hast, dass nichts alles ist, meine Linie wieder, die auf der einen Seite unendlich groß sind und auf der anderen Seite der Mittelpunkt, die ich jetzt schon wieder in der Achse urknall, irgendwann wird es, und jetzt wird es interessant, dass ich jetzt auch wieder, das wird ja groß und dann sagen die, irgendwann fängt es, folge meinen Gedanken, alles passiert jetzt, wir denken uns einen Anfangspunkt, einen Urknall, das wäre jetzt hier praktisch, dass wir die Achse nach vorne drehen, letztes Gespräch, da muss ich natürlich unheimlich, aber irgendwann ist ja ein Anfang da. Es wäre 0 auf der einen Seite und auf der anderen Seite 0,0000, ohne dass irgendeine Ziffer kommt. Und jetzt, wenn ich dann fahre, wird es ja immer größer und dann habe ich hier ein Nichts und hier ein Alles. Aber jetzt sagen ja die Physiker, dass irgendwann in der Zukunft wird es ja wieder implodieren, das Universum. Ich sage, es passiert jetzt. Dann ist es, wenn das größer wird, ich muss es einmal machen und dann wieder implodiert, muss ja irgendwo, wenn ich von hier aus denke, ist ja der Punkt, wo das umkippt, ist ja dann eigentlich der Mittelpunkt, wo das Große und die zwei Außen, die Nichts, das ist jetzt das Verrückte. Darum kannst du das drehen und sagen, in mir ist alles oder in mir ist nichts. Das sind die zwei Seiten, der Widerspruch, wie diese zwei Gegenrichtungen, nach oben und nach unten. Das sind ja wie zwei Pfeile, die ich ja so mache. Aber genau genommen sind die zwei Pfeile nach oben und nach unten in der Mitte. Jetzt habe ich die zwei Phasen zurück. Das ist dieses hier. Und dieses hier, das synchron läuft im Einheitskreis, ist es, wenn wir bei 3 anfangen. Ich mache es mal aus deiner Richtung. Dass in dem Moment, wo was hochgeht, 3 und 9, 3 Uhr, 9 Uhr auf dem Ziffernblatt, wenn was hochgeht, geht was nach unten. Und in dem Moment, wo was darüber geht, geht was rüber. Und wenn wir jetzt das, die 3 und die 9 zusammenpacken zur 12, dann kriegst du hier die 8. Und die kann ich auch von oben nach unten schnüren, dann kriegst du das Unendlichkeitszeichen. Warte mal, ups. Da haben wir doch hier. So, Folge macht er. Das ist übrigens auch ein Modell aus dem Internet heraus, wo alles drin ist, aber extrem kompliziert erklärt. Dieses RGB-Modell der Biometrie, die Internetseite, wenn man das liest, da ist alles drin, aber so kompliziert, es führt in eine Sackgasse rein. Die Darstellungen sind alle schon perfekt. Was sind 8? Wo haben wir denn hier? Das ist übrigens hier, habe ich jetzt nochmal in der Darstellung, das ist das Hologramm eines Punktes. Diese Hologrammdarstellung. Die sind alle richtig, aber das sind alles Vorstellungsmodelle, die man hier genau genommen, wenn du einen Punkt machst mit Interferenzen, es ist schon ein raumzeitliches Denken. Wie sieht jetzt das plötzlich aus? Ich würde eigentlich hier das Unendlichkeitszeichen zeigen. Du hast noch nichts umgeschaltet. Ach, ich habe nicht umgeschaltet. Dann machen wir gleich weg. Spielt keine Rolle. Dann lassen wir das. Bildschirm da, dann lassen wir das weg. Das ist immer, ich sehe das, wenn ich im Reden bin, ich wäre immer vergesslicher als Udo. Dass das alles Einseitigkeiten, wo du reingehst, die können ja sehr aufschlussreich sein, aber die führen dich aus dem Zentrum wieder, alles wieder zurückgeklappt in diese Einheit. Und zwar in extrem einfachen Metaphern. Ich kann immer wieder sagen, hättest du jetzt kein studiertes Wissen in dir und du würdest gleich diese einfachen Erklärungen kriegen, dann würdest du schmunzeln, wenn du das jetzige Wissen kriegst. Ich mache zum Abschluss, dann lassen wir es gut sein. Mein Beispiel, du denkst jetzt eine Welt, die zerst einmal grob, genauso, wenn du wach wirst, du schaust raus, du hast Häuser, du hast Menschen um dich herum auf einer Insel, aber diese Menschen auf einer Insel haben mit dem Rest der Welt überhaupt nichts zu tun. Und von klein auf, wenn Kinder geboren werden, wir zeugen Kinder, indem wir mit einer Frau schlafen als Mann, die Frau bricht die Kinder auf, das kann man alles gleich lassen. Den einzigen Unterschied, den wir machen, wir erzählen, was ein Mensch ist, den Kindern was anderes. Mein Beispiel mit Bali. Das zum Beispiel alles, dass du jetzt wie in einem Traum bist und dass alles, was du siehst, aus dir nur in deinem Kopf ist. Alles, was du um dich herum siehst, ist in deinem Kopf. Ich kann das Kindern von klein auf, wenn ich ihnen sprechen lese, kann ich ihnen das erzählen. Es wird ja an dem, was jetzt wahrgenommen wird als Information, überhaupt nichts verändern.
Du hast nach wie vor deine Gedanken feinstofflich und hast deine sinnlich wahrgenommenen Informationen. Und du weißt, dass wenn du dir einen ausdenkst, dass der in dir ist. Und wenn dich einer ausdenkt, den du dir jetzt ausdenkst, wird natürlich gespiegelt an du in dem drin sein. Das, was du zu sein glaubst, an das, was du denkst, wenn du an dich denkst. Du erkennst dann auch, dass mein Körper nur existiert, wenn ich dran denke. Wenn ich an was anderes denke, ist was anderes. Ich kann ja von klein auf ein Kind nur das erzählen. Dann würde jetzt erst einmal informationstechnisch kein Unterschied sein zu dem, was du jetzt empfindest, nur mit dem feinen Unterschied, dass du eigentlich genau das weißt, was eigentlich sich in dir abspielt, dass immer nur das existiert, was du jetzt denkst. Du kannst was sinnlich wahrnehmen, du weißt, das ist meine Information. Du schaust, das Haus ist jetzt nur, weil ich es denke, es ist eigentlich in mir, wo es doch eindeutig da außen zu sein scheint, in einer gewissen Entfernung vor mir. Das heißt, die Vordersprache dann nicht gleich. Wenn du das wirklich durchdenkst, das ist so. Es heißt, es wäre rein vom Wechsel des Erlebens der Informationen kein Unterschied zu dem, wie du das jetzt empfindest. Es ist nur die Interpretation, wo die Dinge herkommen und wo sie hingehen, wenn sie nochmal gedacht werden. Das hat sich aufgelöst. Es wäre ein Zusammensein möglich, so wie wir es jetzt haben. Ich will jetzt da nicht ins Detail, verstehe die Grundmetapher. Und jetzt kommt auf diese Insel, in diese kleine Welt, auf diese Insel kommt einer mit dem Wissen, das du jetzt in dir trägst, machen. Und am Anfang, wenn ihr euch unterhaltet, so über Schnickschnack-Geschichten, über Kochen, wird dir das gar nicht auffallen, dass der Element da am tiefsten in einer komplett anderen Weltsicht ist. Bis dann rein zufällig hier die von dieser Welt drauf kommen, dass der offensichtlich glaubt, dass wenn er sich was ausdenkt, dass es auch dann da außen ist, wenn er es nicht denkt. Das ist ein Zufall, dass ich irgendwann einmal hier in einem Gespräch, ja, wenn ich jetzt das nicht anschaue, existiert es ja nicht mehr. Und er sagt, nee, das ist doch dann trotzdem nur da außen. Sehr logisch, für den. Weißt du, wie verrückt der scheint, wo die dann sagen, das sieht doch jedes Kind, wenn ich an Gedanken nicht mehr denke, dass er dann nicht mehr da ist. Ja. Das weiß doch jedes Kind, dass wenn ich was nicht anschaue, ein Gebäude oder einen Berg nicht anschaue, dass er dann nicht mehr da ist. Das sieht man doch. Und der behauptet jetzt felsenfest, nein, der ist dann immer noch da außen. Achte auf meine Worte, der ist dann im Meer noch ruhend, aber nicht da außen. Das da außen ist AOB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Das ist die Vordersprache. Dann ist es doch der größte Wahnsinnige, der herumläuft. Du hast lauter so Wahnsinnige um dich herum. Die Menschen da außen, das sind Spiegelbilder deines Glaubens. Das sind die Spiegelbilder deines momentanen Glaubens. Geh auf, geh diese Welt auf, das ist das, was du beschwörst, Mann. Das sind die Wellen, die du beschwörst, AOB, die Schöpfung und aufgespannten Polaritäten. Ja. Das ist keine Schuldzuweisung. Die Lösung kommt durch Lachen, dass du irgendwann mal drüber lachst, aber du kannst mal deine Rolle weiterspitzen. Noch einfacher kann ich es doch überhaupt nicht ausdrücken. Jetzt, wenn du dort denkst, dir wird der Wahn plötzlich bewusst, was für ein Scheiß glaube ich eigentlich. Und jetzt kommt das nächste Problem, jetzt willst du deine geliebten Mitmenschen davon überzeugen. Jetzt auch von der anderen Seite. Aber jetzt ist es, wenn du jetzt als Matten auf die Insel kommst, bist du der einzige Verrückte. Aber wie sieht jetzt das aus, wenn von der Insel ein einziger in deine Welt kommt? Das ist der Udo. Insel heißt übrigens ganz nebenbei, Insel hast du auf Hebräisch AI. Das ist der Schöpfergott. Wenn von der Insel einer in deine Welt kommt, wie sieht es dann aus? Was denken dann die Menschen, deine Konsorten, deine Logik, was denken die von dem Udo, wenn der das erzählt? Ja. Merkst du, es hängt wieder davon ab, welche Allgemeinheit, welchen Glauben du anhängst, der zum Vergleichsmaßstab wird. Mhm. Ja. Da beginnt die Weisheit. Warum sag ich, ich mag es doch so leicht, du musst doch nichts verändern. Lebe dein Leben ganz normal weiter. Das Einzige, was ich mir wünsche für dich, weil würde ich es dir anbefehlen, würde ich dir die Freiheit nehmen, dass du jetzt dich so weit behebst, dass du wirklich versuchst, bemüht bist, jeden Moment vollkommen wertfrei deine Informationen, deine Reaktionen und deine Wertungen anzuschauen. Jetzt, was du zum Beispiel als Einwände gebracht hast und das, warum du kein Holofeeling oder wie du den Martinus gesehen hast, mit dem Holofeeling, das sind alles Vergleiche, sind alles Wertungen. Und du sollst die nicht ändern. Du sollst der werden, der das wertfrei sieht,
Und wenn du der bist, dann merkst du plötzlich, dass das wie Widersprüche sind, die irgendwie zusammengehören. Weil es gibt ja gar kein richtig ohne verkehrt. Mhm. Und dann merke ich, dass ja meine Vorstellung von richtig auch verkehrt ist, wenn das, was bisher verkehrt die Kehrseite war, als richtig angesehen wird. Jetzt fange ich an, die Tasse zu drehen, die Religionen zu drehen. Das plötzliche Lottogewinn über 50 Millionen Euro-Jackpot eigentlich für mich als Geistwesen was ganz was Schlechtes ist, weil das lässt mich plötzlich wieder voll in diese Welt reinfallen mit diesen ganzen weltlichen, vergänglichen Glückseligkeiten, die man für Geld kaufen kann. Die Scheinsicherheit, als wenn Geld sicher, lebenssicher ist, das sicherst du eigentlich ab mit einer Illusion, Geld nennst. Kann dich das Geld dafür schützen, dass du einen Unfall hast? Kann dich das Geld dafür schützen, dass du krank bist? Ja, aber, sagen die dann, wenn ich einen Unfall habe, habe ich zumindest das Geld, dass ich einen Schaden zahlen kann. Und wenn ich krank war, kann er mir gute Ärzte leisten. Ich sage, du bist so ein, die dir noch größere Krankheiten einreden. Die dann alles in einer unendlichen Form von Scheinheiligkeit am Leben halten. Ich zitiere nochmal meinen jetzt ausgedachten Blichter mit seiner Mutter. Ich bin privatversichert gewesen. Meine Mutter war so und so lange im Koma. Durch die Privatversicherung weiß ich, ich habe, ich glaube, 6 Monate, 7 Monate, jedes Monat eine Rechnung über 11.000 Mark bekommen. Und zwar dafür, dass die im Koma auf einer Maschine zweimal im Tag eine Schwester reingeht und die Behälter unter dem Bett sauber macht und schaut, ob die Maschinen laufen. Hm. Ist das Menschlichkeit in dem Wahn, was existieren, das möglichst lang am Leben zu halten? Dein Körper löst sich auf, wenn du nicht mehr kannst. Aber ich weiß schon, ich bin ja verrückt, ich bin von dieser Insel gekannt. Hm. Muss das der Erste sein, der es versteht, und wenn du das anfängst, in dir zu installieren, dann ganz langsam welche heraus, das sind die in der Nähe des Zentrums schon sind, wenn die Funken wieder Funken in Funken, mir das rückwärts, unseren Standwerfer rückwärts laufen lassen. Und dann kann er mir in die Quantenmechanik, in Roger Bedros, Stephen Hawking reingehen. Wundervoll, gibt es etliche Schriften über die singulären Mannigfaltigkeiten, über den Ereignishorizont, dann hast du schon diese Sache. Das stimmt, aber das Problem ist der Bruch des zweiten Gebotes. Es sind raumzeitliche Vorstellungen, man geht raumzeitliche Vorstellungen, sind immer, Zeit ist jetzt, sind immer jetzt. Und die analoge Bewegung gibt es sowieso nicht. Der fliegende Pfeil, du bist doch Xenon. All das Zeug ist ein Riesen, das ist stimmt, das ist richtig. Ach, ich habe schon geredet. Die Lösungen, wo die Naturwissenschaft ja schon seit Jahrhunderten, jeder, der dir das erzählt, dieser geistlos nachhelfen, der das nachhelfen, was hier seine Lehre ihm erzählt hat. Schon die Sache, was war zuerst, war das die Henne. Es ist so unausgegangen, es sind so extrem faule Kompromisse, was die Naturwissenschaft erzählt. Weil du wirst das eben feststellen, dieses Problem, was war zuerst da in der Polarität. Was war jetzt eigentlich zuerst da, wenn ich das so mache? Das Weltall oder das Weltall? Was ist da eigentlich zuerst da? Das zeitliche Denken, das Ei und die Henne. Dann kann ich aber, ich sage dann ja, es gibt ja keine Eier, keine Henne. Dann lass uns das einmal morphen. Dann wenn wir das runtermorphen, irgendwann einmal, du kommst aus dem Problem nicht raus, selbst wenn wir dann Reptilien draus machen, unseren Archaeopteryx, der schon mehr Fluchtier, Flugsaurier, so gut, gehen wir noch weiter runter, dann machen wir gleich von vornherein irgendwelche Reptilien, die Eier legen. Was war zuerst da, das Reptil oder das Ei von den Reptilien? Es ist ganz interessant. Dann landest du irgendwann einmal im Wasser. Wasserteile, das ändert ja nichts. Im Meer, du landest jetzt im Meer. Genau genommen das allererste, was da ist, das ist der Herr, Jahwe, JHWH, 10, 10, die Einheit, 5 und 5. Und dieser JHWH ist Zebaut. Der Herr Zebaut übersetzt, Luther, da steht Jahwe Zebaut. JHWH ist Zebaut. ZB, die Geburt einer Polarität, und Ott schreibt sich out, ist das Zeichen. Und das ist die Schildkröte. Und ich bin das Udo. Und ich lege keine Eier, ich bin mein eigenes AI. Ja. Das ist rein zufällig wieder verdammt gut, ne? Ja, sehr gut. Was mich wundert, Moment, Pixelmännchen, Lautsprecher, ich kann in deinem Kopf, jetzt werde ich
du Geist dir einmal eigene, wirklich eigene Gedanken machen, da brauchst du natürlich wieder mich, weil ich muss dir das ja einfallen lassen. Wieso du dir das jetzt ausdenkst, wieso du das jetzt träumst. Weil alles, was du jetzt erlebst, wenn du jetzt träumst, kommt aus dir. Und das ist, dann wird dir klar, mit wem du jetzt redest. Jegliche Art von Vorstellung von Gott, wenn wir das jetzt einmal verfolgen, wirst du zuerst einmal zu dir selbst kommen müssen, zu der Selbsterkenntnis als träumender Geist, dass ein träumender Geist ein Gott für seine eigene Welt ist. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Aber dass dieser jetzt ausgedachte träumende Geist sich ja nicht raussuchen kann, was er träumt, dazu musst du noch tiefer in die andere Richtung gehen und dann landest du irgendwann einmal bei dem Intellekt, den du zum Denken benutzt, der nur ein Quäntchen von unendlich vielen Denkmodellen sind. Ich nenne das jetzt in unserer modernen Metapher zuerst einmal verschiedene Computerprogramme ist, die aber alle in einem gewissen Betriebssystem laufen. Das heißt, die ganzen Religionsprogramme, zuerst einmal Christen und Moslems, Hindus, aber die wiederum sind ja schon wieder bloß Kollektionen, weil die Christen platzen ja in über 600 verschiedene christliche Strömungen auf. Das ist ja das Verrückte, die katholische Kirche, Katholikos heißt ja auf Lateinisch eigentlich das Ganze betreffend. Die ist ja so weit weg von dem Ganzen betreffend, diese offizielle, hinderlich seiende katholische Kirche, die haben ja schon Probleme mit Protestanten in ihrer Scheinheiligkeit. Ich falle jetzt mal, ein kleiner Fall, der mir einfällt, im Bistum hier Weißenburg, also Eichstätt, damals der Bischof war in die 80er Jahre, der hat einen Pfarrer entlassen, weil er mit einem protestantischen Kollegen gemeinsam ein Abendmahl gehalten hat, ohne vorher beim Bischof sich die Genehmigung einzuholen. Soweit ich das in Erinnerung habe. Dann Zeugen Jehovas, was es methodistische Kirchen, was es alles gibt. Das sind alles, ich bin ein Christ. Ich sage immer, was für einer. Dasselbe mit Moslems. Ich bin ein Moslem. Ich sage, was für einer. Ein Schiit, ein Sunnit, ein Bahai, ein Sufi. Jetzt können wir wieder einen Haufen aufzählen. Ich bin ein Hindu, ich bin ein Buddhist. Immer dasselbe, Kollektion zerspringt, zerspringt, zerspringt. Wo landest du zurzeit? Und jeder lebt in dem Wahn, dass er den richtigen Glauben hat. Wieso? Weil es ihm logisch erscheint. Aber wie weit ist deine Logik schon fortgeschritten? Solange eine Logik im Widerspruch zu anderen logischen Systemen sind, ist sie unvollkommen. Das sage ich dir mit Holofeeling. Und das wirst du niemals irgendeinen Gedanken von dir erklären müssen, solange du jetzt welche hast, die hier von vornherein dir dann erklären, dass du ein Spinner bist, sag ich doch, ich bin von der Insel, wo keiner weiß, wie das funktioniert. Wie sieht es aus, wenn du jetzt auf meine Insel kommst? Du kommst nicht auf meine Insel, solange du das nicht gecheckt hast. Weil die Grundvoraussetzung für dieses Ei ist, dass du einfach oberflächlich eine Welt, ich sag Holofeeling, ändert an deinen jetzigen ständigen Wechsel von Informationen überhaupt nichts. Es bleibt vollkommen oberflächlich, bleibt es dieselbe Welt mit denselben Gedankenwellen am Anfang, wie bisher. Du hast nur verändert, wo die herkommen und was die sind. Ständig wechseln Informationen. Du hast angefangen, das erste und das zweite Gebot zu halten. Du hast aufgehört, dir ein Bild von dir selbst zu machen, weil du jetzt weißt, wenn ich an mich denke, das ist ja nur ein Gedanke von mir. Und du hast aufgehört, dir irgendwas dazu überlegen oder da unten, dass du die Mitte wirst. Das ist Holofeeling. Und ich kann jetzt immer wieder sagen, das sind so einfache Worte. Es ist jetzt nicht nötig, dass du hier 20 Jahre Holofeeling studierst. Selbst in deiner jetzigen Wortauslegung, die ich dir zumisse, in deiner Reife stehen, kann das prinzipiell jeder 13-Jährige verstehen, wenn er diesen Gedankengang mitgeht. Muss ich sagen, stimmt, stimmt, stimmt. Wenn du dich wirklich bemühst. Damit sage ich, Holofeeling hat zuerst einmal nichts mit intellektuellem Wissen zu tun. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Und dann natürlich tiefer gehen. Das ist, wenn ich es euch erkläre, jetzt erst einmal, du bist der Computer, du brauchst eine Datei, du hast eine Datei laufen, du siehst zurzeit nur die Datei, die du im Arbeitsspeicher hast. Du könntest dir dann im Internet noch andere Dateien rausholen. Das ist wie in einem Videospiel, wo du gewisse Aufgaben in einem Gebiet, natürlich jetzt illusorisch vorgestellt, lösen musst. Und dann wird das nächste Gebiet freigeschalten. Das ist nichts anderes wie in der Schule. Du musst erst einmal ein gewisses Wissen, Prüfungen ablegen, dass du versetzt wirst in die nächste Klasse. Und bevor du nicht lesen und schreiben und rechnen kannst, müssen wir keine Physik machen. Das Physik kann ich populärwissenschaftlich in Form von Bildern, von Metaphern darstellen und ich kann das in Form von Formeln und Zahlen darstellen.
Das ist jetzt irre, wo ich schon vor Jahren nochmal hingewiesen habe, wenn du jetzt denken wir uns das wieder aus, kannst du überprüfen, dass die Physik mittlerweile solche Komplexe sind, zerdachte Formeln, wo man sich reinsteigert, was natürlich Vollpfosten sind, rein Gedanken jetzt. Und weil das so komplex ist, um das zu vermitteln, macht man eben populärwissenschaftliche, packt man diese Formeln in Märchengeschichten, Schrödingers Katze und so weiter und so fort, dass sich das jeder vorstellen kann, was eigentlich ein riesen, aber arithmetischer Komplex im Hintergrund, arithmetisch, die nennen ja das dann mathematisch, das gelernte Wissen von der eigentlichen Arithmetik, haben die noch keine Ahnung, beweist. In der Philosophie, wenn du jetzt moderne Philosophie lesen wirst, Martin, ich meine nicht die schönen Märchengeschichten hier, die wir finden, bei Sokrates, das Gleichnis von der Höhle und so weiter, das Höhlengleichnis, dass die mittlerweile anfangen, nicht mehr mit Metaphern, mit Bildern zu arbeiten, sondern dass die Formen in Physikbüchern sind Formen drin. Merkst du, es spiegelt sich schon wieder. Alles, was sich widerspricht. Hochphysik zur Zeit sieht aus wie Formelsammlungen, wenn du reinschaust. Und irgendwie sind dann immer, was ist jetzt richtig? Und dann lies einfach, ich bin da am Anfang, die Hans-Geschichte, der merkt so viele Wahrheiten. Der eigentliche Wahn besteht darin, dass ich immer noch ganz definiert von verschiedenen Wahrheiten. Aristoteles falsch ausgelegt. Wenn sich was widerspricht, dann ja bloß eins davon richtig sein. Ganz im Gegenteil, stimmt beides. Du musst es nicht. Die von mir negativ, da kann ja nur eins stimmen. Willst du die rote oder die blaue Pille? Wie wär's mit Lila? Das ist unser Farbkreis. Dass jetzt die Physik einen Fehler macht, dass die dann sagen, ja, dann kommt Ultraviolett. Und dann geht es ja weiter, dann gehen wir aus den sichtbaren Licht raus und dann werden die Frequenzen immer höher, immer höher. Nee. Bei Rot kommt Blau und dann geht Violett, Purpur, nimm es, wie wir es wollen, Purpur. Zwei Sachen, die losgemacht werden, das ist Blau und Rot. Und die verschmelzen jetzt wieder und dann kommt der nächste Kreis und die sind in der Transversalen, das ist eine höhere Schicht. Jetzt haben wir zack, 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 zack. Die aber immer jetzt sind. Eben jetzt. Und das zu verstehen ist immer wieder, da brauchst du die Reife dazu. Aber die Reife ist schlichtweg, das hast du mal das Lieben lernen. Das Mitgefühl, jetzt nicht als Empathie, was ja mit Leiden hast, du hör auf mit irgendjemandem zu leiden. Es ist geistlos mit einem Gedanken, den du denkst, zu leiden, wenn du begriffen hast, dass der Gedanke als Ding an sich ja gar kein Leid empfindet, sondern den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das ist der Satz aller Sätze. Und wenn du dir jetzt dann denkst, der leidet, dann ist es für dich so. Alles, was du denkst, ist, wenn du es denkst, und es wird für dich genauso sein, wie du glaubst, beschwörst, dass es ist. Hör auf, Meinheit zu schwören. Schon aufgrund der Erkenntnis, ein Gedanke kann nicht leiden, und wenn du mitleidest, das habe ich tausendmal gesagt, leidest du mit etwas mit, das als Ding an sich ja gar nicht leidet. Du vermehrst Leid. Jetzt ist wieder Leid, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Le-Idee, Leid geschrieben. Was heißt Le? Auseinandergeschmissen. Idee, deine intellektuelle Öffnung ist eine auseinandergeschmissene intellektuelle Öffnung. Idee ist das hebräische Wort für Hand. Ha, die Quintessenz A-N-D schwingt auf und ab. Du hast es in der Hand. Aber du solltest es nicht in die Hand fassen, sondern du brauchst, um was richtig zuzugreifen, G-Reifen brauchst du zwei Hände. 5 und 5. Und dann bist du die 10 in der Mitte. Das ist J-Hobbyhau. J-Im. Das sind die. Jetzt wird aus den intellektuellen Öffnungen des Meeres wird in Gott geschlossen, was immer ist. Wir können, obwohl wir immer in Gott geschlossen sind, kann man unsere Oberfläche ständig verändern, ohne dass sich an uns was verändert, solange wir immer in der Symmetrie bleiben, in der Mitte bleiben. Das sind die Blickrichtungen, dass ich durchaus was, wenn ich mir jetzt hell denke, ist im selben Moment finster da. Wenn ich mir jetzt ein Krimi, eine Spannung, ein Grusel denke, ist auch ein Liebesfilm und eine Sicherheit da. Weil ich immer in der Bar, beall, in Gott, in der Balance bin. Aber wenn ich mich gedanklich zu weit nach vorne beuge, mich um morgen sorge, sorge ich dafür, dass ich jetzt, dass ich runterfall. Wenn ich nur in der Vergangenheit hänge, was ich nicht loslassen kann. Der Wahn, mein alter Jude, jetzt in seinem Leben, der das KZ überlebt hat, und die einzige Bestrebung, auch die Deutschen hier in ihrem Riesenwahn mit dem angeblich freien Denken, sagen wir mal, dass es keine KZ gegeben hat.
Du kommst dafür in Deutschland ins Gefängnis. Dann bist du ein Rechter, ein Richtiger. Selbstverständlich gibt es KZs jetzt, weil ich sie denke. Wo sind die, wenn ich sie nicht denke? Wenn ich einmal das zweite Gebot halte. Wir dürfen doch nicht vergessen. Ich sage, das Vergessen ist ein Segen. Altes Beispiel vermute. Jetzt denken wir uns, dass der hinfällt, stolpert auf den Kopfgeld und er verliert sein Langzeitgedächtnis. Er kann ganz normal weiterleben, ihm fällt bloß die vorhergehenden Jahre. Er weiß zwar noch irgendwie, dass er geboren wurde, er hat aber keine Bilder mehr. Es ist rein ein logisches Konstrukt. Der wird in dem Moment, wo das passiert, wird er neu geboren, weil er den ganzen Ballast, den Sack mit Steinen, wie ich das im Auftrag des Teufels nenne. Warum schleifst du so einen Sack mit Steinen mit dir rum? Du musst irgendwann einmal, wenn du was verstanden hast, das abhaken und umblättern und wischen weg. Du wiederholst halt immer wieder und immer wieder, was ist das Schlafen? Shin nun he heißt Schlafen, drum ist in dem Shin nun he zwischen. Du hast I, Shin nun, zwischen Shin nun he. Drum heißt es in dieses ständige Wiederholen. Das ist die Einschaltschnelle. Bild habt ihr. Ja. Schade, es ist immer rote Logos. Logos sein. Dann Logos jetzt. Das ist jetzt zum einen das Ja, der göttliche Schöpfer und seine wahrgenommene Berechnung. Das ist der Schlaf. Das Ganze heißt, es ändert sich ständig. Du bist dann was anderes, anders sein. Dran denken, A in E heißt die Schöpfung an existierenden Öffnung. Heißt auf- und abschwingen auf Hebräisch. IND heißt bewegen, sich auf- und abbewegen dann. Ich werde zu einer existierenden Öffnung. Imperfekt Vorstellung, ich werde. Dann, deswegen passiert, hast du was zu lernen. Du wirst es immer wieder tun und immer wieder tun, wiederholen, wie geöffnet, berechnet. Die R heißt Generation. Und dann haben wir jetzt dieses Wiederholen. Und verschieden sein. Schaut, dieses Eden habe ich gerade schon gehabt. Ski-Eden ist das Geschenk von Eden. Erinner dich an V wie Verdenner. Diese V als Verschiedenheit. Ich bin der Mann mit der Maske. Wenn du das Video mal nochmal genau in den vorhergehenden Selbstgespräch anhörst, vor V wie Vendetta, dass ich jetzt aufräume in deiner Welt. Aber ich mache das nur, wenn du das machst und deine Welt ist im Zentrum, das ist in deinem Kopf. Du musst jetzt irgendwann nochmal dich neu orientieren. Und dann dieses Shin nun, das He machen wir hinten weg und machen ein I davor. Er, es wird Shin nun. Das ist auch imperfekt, hast er, es wird zu Shin nun. Und dann kriegst du zu Gott in einer Reihe, der jetzt alternieren tut. Das heißt entschlafen. Was heißt entschlafen? Du fängst an zu schlafen und hebst den Schlaf wieder zurück. Du hörst auf zu schlafen, weil du wach wirst. Das sind die Entschlafenen. Die jetzt ganz gewusst hier zu alternieren, darum hast du es auch alt, bei Altings, die man alternieren. Alt, das nichts mit seinem Spiegel und den Spiegelungen. Jetzt kann ich S1, kann ich Raumzeit einlesen. Mit 70 hast du es einen Augenblick, einen Beckenblick. Und wenn ich es rot lese, heißt es, das Bewusstsein ist nicht existierend. Das sind die zwei Seiten, immer die zwei Seiten. Das wiederhole ich gebetsmühlenhaft, das ist wichtiger wie ein Lottogewinn. Und jetzt kann ich die Spiegel von dem Guten, ich habe ja 50.000, 50 Millionen im Lotto gewonnen, machen wir das Negative. Du fühlst dich irgendwie leicht schlecht, gehst zum Arzt und er sagt, schau dich an und sagt, das ist nichts mehr zu machen, maximal 4 Wochen zu leben. Und jetzt wirst du feststellen, dass das Gute eigentlich schlecht ist und das Schlechte eigentlich gut ist. Weil in dem Moment geht dir die Welt und das alles am Arsch vorbei, jetzt machst du dir Gedanken, was ist der Sinn des Lebens. Das ist unsere Bianca-Geschichte. In dem Bi in mir ist Anker, steckt das Anoki schon mit drin. Dann dreht sich das hoch. Und alles, was jetzt Worte sind, denkst du dir wieder Menschen aus. Die Gedanken sind, die schon wieder weg sind, wie es dem Menschen geht, den du denkst, hängt davon ab, wie du in dir denkst. Und du suchst es als träumender Geist nicht raus. Du wirst da wohl nicht glauben, wenn du jetzt das Leben vom Matten hast, dass du irgendeine Chance hättest, kein Bestattungsbegleiter zu werden. So wie ich deine Ich wäre jetzt 43. Und das erste Mal, dass ich dich anrufe und habe eigentlich das schon alles vorbereitet, hier in mir vorbereitet, dass ich dir das nochmal zeige mit einem Martinus auf der Seite 2, 4, 3, 3, 4.
gespiegelt, rückwärts gelesen. Wir müssen ja irgendwann nochmal das Ganze spiegeln. Wir waren auf Seite 233. Das heißt also im Kopf, 200 ist eine Welle und dann die nächste, das sind die Stellen. Dann war 234 und dann in die 234, so jetzt gehen wir mal von rechts nach links wieder. Vom Richtigen ins Verkehrte, ins Umgedrehte. Links ist immer linkisch, umgedreht. Wenn der Strumpf, ich strecke das Geheimnis. Der SDR, der Strick, ein Geheimnis, falls es sich oder legt es. Der hast du ja auch widerlegen. Bist du jetzt als Matten ein Widerlegtes, dir wieder generiert, geöffnet, berechnet, widerlegt es sich oder bist du ein Geheimnisvolles, versteckt es sich? Der Strich. Das Zentrum ist der Stich. Das führe ich dann Kendro. Aber das ist nicht der Mittelpunkt. Das ist immer in Bezug dann auf deine Peripherie. Das Berühren, ein ganz geiles Wort, wenn ich was berühre. Was hat es eigentlich mit dem Berühren zu tun? Berühren ist eigentlich im Zentrum selber in einem absoluten Mittelpunkt. Ein Punkt ist ein Dimension. Wenn ich eine Drehung mache, muss ich mir einen Radius ausdenken. In dem Wort Radius beginnt schon mit dem Rad. Das wird ja schon mal die Radix des DD, die DD-Wandlung. Wir haben eine Radix, eine Wurzel. Und dann machen wir diese Öffnung, machen wir zu einer Erscheinung, und dann kriegst du einen Radius, die Ratio, die Berechnung. Und wir haben immer vorne das B. Jetzt wissen wir, dass das B im Hebräischen auch als W ausgesprochen wird. Ab, AB, 1, 2, heißt Vater. Auf, die 2 als W ausgesprochen, heißt aufblühen. Aus 1, aus dem Nichts, aus dem absoluten Nichts waren 2. Dann blüht was in dir auf. Das muss gut sein. Danke, Arsch. Das ist jetzt nur neugierig machen zu üben. Ich sage, das ist sehr, sehr komplex, das verstehst du sowieso noch nicht. Musst du ja nicht verstehen. Was mir wichtig ist, wie ich dick ist, dass du verstehst, was du bist. Du bist das Zentrum des Traums, den du um dich herum austräumst, und du bist immer im Zentrum. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Matten nach Holland denke und eine Ariane nach Bayreuth und einen Udo, den ich jetzt denke, die Sachen sind immer nur da, nur Body, nach Weißenburg, in Mittelfranken. Interessant, Mittel wissen wir mittlerweile. Punkt, das ist mit Gott. Fra, Matten, jetzt springen wir in dein erstes eine Mal, wo du im Fliegenstall warst. Das Fragebogen kannst du noch erinnern. Ja, ja, sicher. Die Fra, wenn ein Fragebogen wird, das ist dann wie ein U oder ein N. Ein Fragebogen, das heißt, ich nehme einen Stecken, mache auf den Stecken eine Seite, mache daraus eine Ecke und dann wird der S, die Ecken, wird gebogen. Das ist das Frau und dieses gebogene Frau ist die Frau. Frau. Mhm. Und ich bin mit L in diesem einen Zentrum. Bin ich und habe mein Frau gebogen. Das ist Frau, ist mit L Franken. Frau ken heißt etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das heißt, jede Vorstellung, die ich habe, ist eigentlich eine Überlegung von mir. Wenn du dir jetzt etwas vorstellst, mal rein gedanklich gesehen, taucht doch in dir was auf. Das kommt aus dir, ist in dir dann ein Bild, das du dir überlegst, das aber nicht dahin, dort, wo du dir das überlegst, diese Symbolik. Das wieder. Setzt du eine Nulllinie höher, aus dir setzt du das in die Nulllinie und dann verbreitest du Lügen. Das sind deine Vorstellungen. Ich kann mir auch gedanklich hinter mir stellen. Wenn ich jetzt die Ariane bin, denke ich an einen Schrank und dann einen Kamin, einen Ofen vor mich hin. Ich denke mir einen Kamin und einen Schrank vor mich hin, wo ich glaube, dass der Haar ihn dann in mir drin sind, wenn ich mir nach hinten denke. Sünde. Deus Deutsch. Göttliches Deutsch mit Ibri. Das ist der Matrix-Code in deiner Welt. Das ist eine Matrix. Das ist wirklich nur eine Matrix, so wie der Film Matrix das darstellt. Und hätte ich es nicht in deinen Kopf gemacht, dann wäre es nur nirgendwo. Liedchen, die ich in dir auftauchen, alles nur in meinen Kopf.
Was kann ich in meinem Kopf alles machen? Wenn da nicht irgendeiner drin ist, der sagt, das ist ja bloß Fantasie, weil in Wirklichkeit geht es ja nicht. Du könntest übers Wasser laufen, du kannst deine Menschen glücklich machen, das wirst du aber nicht mehr machen wollen. Das ist wie ein Autor, der einen Roman schreibt, wo nur glückliche Menschen vorkommen. Wo es keine Verbrecher mehr gibt, keine Missverständnisse mehr mit. Ich sage dann immer, wer will denn die langweilige Scheiße leben? Willst du dich dann zu Tode langweilen? Da willst du gar kein Buch mehr lesen, wenn das so ist. Mhm. Also alles, was da ist, hat einen Sinn. Der Regen genauso wie der Sonnenschein. Das eigentlich Schreckliche ist, wenn ich von der Ecke immer bloß eine Seite anschaue. Ja. Und meine, das wäre die Ecke. Das wäre These, Antithese, Synthese. Unser Hegel, HGL, guter der Freund von mir. Auch eine Marionette, die ich in Bewegung gesetzt habe. HGL. Hm. Kugel, Kegel, Hegel. Hau die Fokalisation in die Zeitwörter, die Verbalisierung raus und dann wird es super. Verbal ist ganz interessant, das kommt verbal, weil das beginnt mit Ver. Bistabil haben wir jetzt erst einmal These, Antithese und wenn es in Balance ist, ist es die Synthese. Kann ich das erwecken? Fertum heißt es verstreuen oder verbinden und Bial heißt ihm nichts in Gott. Verbal heißt, verbinde ich das in mir selbst in dem Nichts oder verstreue ich es um mich herum? Das ist eine Kategorie 2 Frage. Die keinen Sinn nicht macht. Ist jetzt ein Berg eigentlich, eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Das sind meine Beispiele. In einer komplexeren Form mit mehr Perspektiven ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, Wohnzimmer, ein Badezimmer, Küche und so weiter und so weiter. Ich sage ja alles. Ja, das kann doch nicht alles sein. Da kann doch bloß eins davon stimmen. Das sind normale Menschen. Normierte Menschen. Und das hast du zu überwinden. Indem du erkennst, dass jeder recht hat. Ich diskutiere nicht. Ich führe jetzt einen Monolog. Das ist ein Selbstgespräch von JCH zu ICH. So, jetzt haben wir 2, 11, 18. Das ist okay. Das sind zwei, die sind nichts und die sind zwei ich. Genug. Und danke. Danke für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.